Ja, die Stimmung ist ja schon richtig am Kochen hier, wie man so schön sagt. Ne? Ich habe schon festgestellt, alle sitzen auf der rechten Seite, wir sind bei der AfD, heute allerdings nicht, denn wir sind ja die über- oder interfraktionelle Parlamentsgruppe Moderne Kernenergie. Die haben wir, ich habe es gerade nochmal recherchieren lassen, am 6. April 2022 gegründet. Damals war Kernenergie eigentlich noch ein totes Pferd, ja, wenn man das so sagen darf. Und wir hatten uns überlegt, wir müssen da was tun und zumindest mal sozusagen die Markenrechte daran sichern, dass wir als Erste, wie wir so oft als Erste unterwegs sind als AfD, dass wir als Erste das Thema Kernenergie wieder positiv besetzen, eigentlich erstmal nicht aussterben lassen und dann mit der Konsequenz, das wieder vielleicht wiederzubeleben. Das war so die Idee. Wir haben zwischendurch auch tatsächlich versucht, einige Veranstaltungen zu machen, vielleicht ganz kurz dazu. Das war zu einen haben wir versucht, in Lubmin mal unterzukommen und da die Anlagen sich anzuschauen. Aber da wurde dann kurzfristig ein Rückzieher gemacht, nachdem der eine oder andere festgestellt hätte, dass da überhaupt AfD dabei sind. Dann hatten wir uns in der Nähe von Schweinfurt, das Kernkraftwerk heißt wie? Grafenrheinfeld, hatten wir uns angemeldet. Da haben die gesagt, die nehmen keine Politiker mehr. Ein paar Monate später war dann Söder da zu sehen, als ja, sag ich mal, richtig zuständiger Landespolitiker für Kernenergie. Der hatte sich da fotografieren lassen, daraufhin haben wir die nochmals angeschrieben und haben gesagt, ja, einmal haben sie eine Ausnahme gemacht, aber jetzt nehmen sie keine Politiker mehr. Also wir haben zwei oder drei Anläufe gemacht, um Veranstaltungen dieser Parlamentsgruppe auf die Beine gestellt zu bekommen. Und dann hat das der Christopher in die Hand genommen, Christopher Peter, und dann hat es funktioniert. So haben wir also diesen Abend heute hier zustande bekommen, auch den Kontakt zum Referenten hergestellt. Also ich begrüße zunächst mal im Namen der Parlamentsgruppe euch alle hier Sie alle sehr herzlich im Aquarium des Jakob-Kaiser-Hauses. Wir haben extra etwas kleineren Raum genommen, der eher voll wirkt als ein großer Raum. Da braucht man noch ein bisschen was. Wir wussten ja auch nicht, wie viele Leute heute kommen. Die Parlamentsgruppe, ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder wir haben, ungefähr ein Dutzend Mitglieder. Da dürfte sich auch seit der Gründung nicht viel getan haben. Wir haben eine Doppelspitze, wie sich das für die Alternative für Deutschland auch gehören würde. Stefan Brandner und Carsten Hilse, wir sind sozusagen die Co-Vorsitzenden. Jetzt fragt sich natürlich jeder, warum ist der Experte Rainer Kraft denn nicht dabei? Ich glaube, wir haben uns vorgedrängelt bei der Gründungssitzung und haben gesagt, wir machen das, gibt keinen Widerspruch, danke, wir sind gewählt. So ungefähr war das. Aber das muss ja auch nicht für alle Ewigkeit so bleiben. Also in der Sache selber, wie gesagt, bin ich jetzt wahrscheinlich von denjenigen, die hier sitzen, derjenige, der in der Sache selber sich am wenigsten auskennt, möchte allerdings noch erwähnt haben, dass also mein erster Einsatz für die Kernenergie tatsächlich schon im Jahr 2016 im Thüringer Landtag stattgefunden hat. Da habe ich schon am Rednerpult gestanden und habe auch nicht als hundertprozentig Zuständiger, aber mal erzählt, wie kann es denn sein, dass wir eine solche eigentlich florierende Industrie, ich nenne das mal so, zugrunde richten, seit vielen, vielen Jahren da nicht mehr forschen, wahrscheinlich alle, wie ich uns kenne, alle Patente nach China verschenkt haben. So in die Richtung wird es gehen. Aber da habe ich schon sozusagen meinen Zugang zur Kernenergie entdeckt. Aber das war es dann auch. Und dann habe ich mich für Rechtspolitik entschieden und aus der Energie- und Kernenergiepolitik zurückgezogen. Soweit erstmal von mir. Ich übergebe an meinen ebenso eifrigen Co-Sprecher der Parlamentsgruppe Moderne Energie, Carsten Hilse. Bitte. Ja, vielen Dank, lieber Stefan. Also und vor allen Dingen, lieber Christopher, vielen Dank für das Rührige, sozusagen, sag ich mal, für deine Rührigkeit, dass das jetzt doch endlich funktioniert hat und auch die anderen Anläufe. Es lag ja nicht an dir, dass es nicht funktioniert hat. Gut, wir als AfD haben es im Grundsatzprogramm stehen, dass wir also auf Kernenergie setzen. Wir sagen, Kernenergie ist die effizienteste, die sauberste, die platzsparendste Form, Strom zu produzieren, Energie umzuwandeln. Könnte ja theoretisch, macht man sicherlich auch in anderen in anderen Ländern, in Kernkraftwerken auch die thermische Energie nutzen, also quasi Umwandlung von nuklearer Energie in entweder elektrische oder in thermische Energie. Und es ist natürlich vollkommen absurd, diese Technologie, die, wir werden es nachher sicherlich noch hören, eigentlich, wenn man sich anschaut, die Geschichte noch in den Kinderschuhen steckt. Ja, das ist also die Kernenergie von heute, erstens schon die Reaktoren 3+, bei uns, also Leichtwasserreaktoren, Druckwasserreaktoren, dann Hochtemperaturreaktoren, die in Russland mindestens einer schon in Betrieb ist. Der andere, weiß ich gar nicht, ob der in der Zwischenzeit in Betrieb gegangen ist, der HTR 1200. Jedenfalls die ganze Welt nutzt, nicht die ganze Welt, aber die meisten Industrienationen nutzen Kernenergie, deswegen ist es vollkommen absurd, die
Kernenergie hier auslaufen zu lassen. Wir haben uns natürlich auf die Fahne geschrieben, Kernenergie wieder zu etablieren, und eine AfD-geführte Bundesregierung wird das auf jeden Fall auch tun, wenn wir denn soweit sind. Aber wir werden 2025 sicherlich da ein Wörtchen mitzureden haben, wenn die Entwicklung so weitergeht, jeden Monat 1% mehr, dann sind wir bald dabei, dass wir also auch keinen Koalitionspartner mehr brauchen, zumindest in den Ostländern. Gut, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Vortrag von Götz. Er ist ja einer derjenigen, der Gruppe, und natürlich auch Daniel Weißbach, der nach wie vor bei uns ist, die den Dual-Fluid-Reaktor letztendlich konzipiert, patentiert haben. Und wir waren sehr, sehr froh, die beiden letztendlich in der letzten Legislaturperiode als Referenten zu haben, weil die sind nämlich nicht nur gute Kernphysiker, sondern die sind auch gute, die haben ein extrem gutes Organisationstalent. Die haben also die ganzen Prozesse, die ganzen parlamentarischen Prozesse also sehr, sehr vereinfacht für uns als Abgeordnete, die manchmal ein bisschen träge zu sein scheinen. Wie auch immer, ich bin sehr froh, dass es heute geklappt hat. Wir werden natürlich letztendlich immer wieder niedergeschrien, wenn wir einfach nur Flüssigbrennstoffreaktor erwähnen, gibt es noch nicht, braucht man nicht, wir und so weiter und so fort. In der Zwischenzeit gibt es ja einen Flüssigbrennstoffreaktor, also einen Testreaktor in China, und in Kürze, das wird ja der Götz Ruprecht gleich noch sagen, wird es ein kritisches Experiment, so nennt ihr es ja, sowas wie ein Testreaktor letztendlich gebaut werden, der letztendlich dazu führen wird, dass der Dual-Fluid-Reaktor seinen Siegeszug antreten wird weltweit. Und vor allen Dingen ist es ja auch, Götz wird sicherlich noch darauf eingehen, ist es auch etwas für solche Länder wie Iran oder andere, wo man sagt, na, wo man ein bisschen skeptisch ist, produzieren die dann mit ihrem Kernreaktor auch noch atomwaffenfähiges Material, ist in diesem Flüssigbrennstoffreaktor, zumindest in diesem Typ, ausgeschlossen. Deswegen gehe ich davon aus, dass ein Siegeszug antreten wird. Kernenergie ist weltweit auf dem Vormarsch, und nur wir Deutschen wollen das halt nicht. Wir wollen die Leute informieren, was gibt es, wie sind Vorurteile unter Umständen, quasi ausräumen. Genau. Und ja, ich freue mich auf den Vortrag und übergebe erstmal an Christopher, der wird sicherlich in Rainer auch noch ein bisschen was sagen lassen. Ja, jetzt wollte ich erstmal auch Dr. Rainer Kraft vorstellen, den unseren nuklearpolitischen Sprecher, dem ich hiermit erstmal das Wort gebe, und danach würde ich kurz nochmal was zum Lebenslauf von Götz Ruprecht sagen. Ja, vielen Dank, das funktioniert wunderbar. Ja, ich kann mich eigentlich den Vorredner eigentlich nur anschließen. Ich möchte nur, weil ich ja schon weiß, mit welchen Qualitäten der Götz Ruprecht jetzt gleich seinen Vortrag beginnen wird, ein Augenmerk auf die Endlagerproblematik in Deutschland legen. Politisch kommuniziert wurde ja immer 2050, obwohl jeder intern wahrscheinlich schon gewusst hatte, dass Mitte der 2018er Jahre realistisch ist. Dann ist ein Bericht jetzt aufgetaucht, der schon einige Jahre alt ist, in dem man den Beginn eines Endlagers zu Beginn des nächsten Jahrhunderts in Deutschland prognostiziert bei einer jetzigen Geschwindigkeit. Und dann muss man natürlich die Frage stellen, ist der Standortausfallgesetz die richtige Rahmenbedingungen? Also Schweiz haben einen Standort, Frankreich hat einen Standort, Schweden bauen ein Endlager, die Finnen haben eins im Betrieb, das sie bereits nutzen. Das heißt, das kann ja kein Hexenwerk sein, für das man wirklich 100 Jahre braucht. Und dann muss man natürlich schauen, wie ist das Standortausfallgesetz konzipiert. Das ist dann ein selbstlernendes, selbstorganisierendes Verfahren, bei dem eigentlich Bürger, die sich freiwillig dafür gemeldet haben, unter Anleitung von Geologen anfangen, den besten möglichen Endlagerstandort zu finden. Ja, und wir haben die auch regelmäßig im Ausschuss für Umweltschutz, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Und sie haben dann ihren Bericht abgegeben, bei dem sie mehrere Defizite angesprochen haben, unter eben die extrem langen Standortfindungen, von denen man jetzt noch kommuniziert, Mitte der 70er, 80er Jahre, wo wir aber von Berichten schon wissen, das kann auch ein bisschen länger dauern. Und auch in Gesprächen, in persönlichen Gesprächen mit Mitgliedern des Nationalen Begleitgremiums haben sie dann gesagt, und darauf ziele ich jetzt ab, dass die Menge der einzulagernden Reststoffe ein Problem für die Akzeptanz der Bevölkerung vor Ort ist. Das zielt ja natürlich darauf hinab, dass eine Weiterverlängerung der Atomkraft oder der Kernkraft in Deutschland eine negative Reaktion auslöst, weil sich die Menge des einzulagernden Substanzen vergrößern würde. Aber wenn ich natürlich diesen Gedanken umdrehe, kann ich natürlich bei einer Verringerung der einzulagernden Menge natürlich eine viel höhere Akzeptanz bei der Bevölkerung erwarten und damit natürlich auch eine massive Beschleunigung der Endlager-Suchprozesses in Deutschland. Und der Götz, glaube ich, der weiß schon, worauf ich hinaus will. Und deswegen gebe ich das Wort jetzt auch gleich wieder zurück. Ja, das
Nein, aber das ist, glaube ich, ganz gut für die Übertragung. Hintergrund, damit wollte ich jetzt auch sozusagen überleiten zum Expertenvortrag Kernenergie, der Weg in die Zukunft. Keine Methode der Stromerzeugung ist umstrittener als die Nutzung der Kernkraft. Die hier vorgebrachten Argumente wie Endlagerproblematik oder die Endlichkeit des Urans werden wir gleich im Vortrag nochmal eruieren. Und es gibt auch sozusagen die neuen vierte Generation Kraftwerke, zu denen wir auch reden werden. Und nur eine Zahl: Es gibt zurzeit 173 Professuren für Genderwissenschaften in Deutschland. Ungefähr vergleichbar mit den Professoren für die Pharmaindustrie. Für die Kernforschung gibt es gerade mal 8 Professoren. Das drückt also die ganze Problematik und auch die ganze Energieproblematik Deutschlands aus. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns sehr herzlich zum einführenden Fachvortrag des Physikers und Buchautors Dr. Götz Ruprecht in der parlamentarischen Gruppe Moderne Kernenergie. Ich sage kurz 3 Sätze zum Lebenslauf. 2002 Abschluss der Promotion in Kernphysik und dann Arbeit im kanadischen Triumph National Laboratory in Vancouver und dann Mitbegründer des Instituts für Feststoffkernphysik und Mitbegründer des Dual-Fluid-Reaktors. 2011 Rückkehr nach Berlin. Und 2018 haben Sie dann Ihr Buch veröffentlicht und von 18 bis 21 waren Sie auch Referent bei uns in der Fraktion. Herzlich willkommen und ich übergebe das Wort sofort. So. Könnte auch stehen, ja. Also, so ist vielleicht besser, ja. Okay. Gut, dann danke ich erstmal auch nochmal vielmals für die Einladung. Das ist auch mir eine Freude und Ehre und viele Leute, die ich auch von früher kenne, hier wiederzusehen. Und es hat sich kaum was verändert hier. Und Kernenergie des 21. Jahrhunderts ist natürlich ein weites Thema und man muss historisch ausholen. Aber allem vorweg wollte ich noch eine Meldung vorlesen, die jetzt gerade hier reinkam. Das ist wirklich top aktuell. Kernkraft soll Microsofts Datencenter versorgen. Und zwar hat Microsoft vor, mit einem ganzen Park von kleinen modularen Reaktoren ihre Datencenter zu versorgen. Und ich finde, das ist eine ganz schön sensationelle Meldung und bin mal gespannt, was daraus wird. Also das war jetzt eine sehr interessante Meldung, die hier gerade reingekommen ist. Und da in dem Zusammenhang vielleicht gleich vorweg, kleiner modularer Reaktor heißt genau das, was es heißt, also klein, eben nicht diese großen Monsterreaktoren. Modular heißt, dass man Teile sehr schnell austauschen kann, dass es sehr flexibel gebaut ist und Reaktor ist klar. Das ist kein neuer Reaktortyp. Kleiner modularer Reaktor ist nicht an sich ein neuer Reaktortyp, sondern man kann jeden Reaktortyp auch klein und modular bauen im Prinzip. Das wollte ich nur noch mal zur Klarstellung voranschicken. Gut, es gibt eine Grenze, ab der das dann nicht mehr klein modular heißt. Das ist 300 Megawatt elektrische Leistung. Richtig, gute Frage. Gut. Der Technik kommen wir auch zurecht, sehr gut funktioniert. Ich wollte gleich am Anfang mal auf dieses Buch hinweisen. Also ein paar Exemplare habe ich hier, das sind Fehldrucke. Also wer will, kann sich hier noch eins mitnehmen. So mehr konnte ich nicht schleppen. Es ist allerdings ein bisschen in die Jahre gekommen und wird hoffentlich demnächst mal wird eine neue Auflage hergestellt. Also das könnte in den nächsten Monaten passieren. Gut, ganz am Anfang sollte man vielleicht sich erstmal klar machen, was Kernenergie heißt. Das ist ja eine Energieform und dazu hier diese nette kleine Skizze, die zeigt, wie viel Energie wie viel Energie chemisch gespeichert werden kann. Entschuldigung, ich muss hier nebenbei immer das auf dem Handy abfragen, weil das hier der Rechner etwas weit weg steht, da kann ich nichts mehr erkennen. Also hier ist mal ein Vergleich zwischen dem, was in einem, sagen wir mal, Kohlenwasserstoff Molekül, also Teilstrang gespeichert ist, verglichen mit dem, was in einem Urankern gespeichert ist. Und man sieht, da liegt ein Faktor 100 Millionen dazwischen in der Energie. Und 100 Millionen, das ist ein bisschen schwer vorstellbar, kann man sich vielleicht so veranschaulichen. 100 Millionen, das sind diese Zahl Fässer von Öl
Und die gleiche Energie steckt in einem kleinen Würfel, den man hier vorne in dem roten Kreis erkennen kann, ist hier vergrößert. In diesem kleinen Würfel Uran steckt die gleiche thermische Energiemenge. Und da hat man schon ungefähr eine Vorstellung, was Kernenergie bedeutet. Das bricht praktisch eine völlig neue Dimension der Energieerzeugung an. Und wenn Leute sagen, das ist irgendwie Dinosauriertechnik, kann ich entgegnen, ja, Wind und Solar ist Dinosauriertechnik. Das hat man früher schon benutzt. Bei der Kernenergie befinden wir uns gerade erst am Anfang und haben nur an dem Potenzial der Kernenergie bisher ein bisschen gekitzelt. Und da ist noch sehr, sehr viel mehr drin. Hier ist noch eine andere Darstellung. Manche sagen, man hat dafür die logarithmische Skala überhaupt erst erfunden, um klarzumachen, wie die Unterschiede in der Energiemenge sind in einem Klotz des Treibstoffs oder in einem Liter Treibstoff. Gut, worauf ich immer hinweise, ist der Erntefaktor. Das ist eine ganz wichtige Größe, um Energiesysteme abschätzen zu können. Der Erntefaktor ist eigentlich eine ganz simple Größe, der beschreibt das Verhältnis des Energieoutputs eines Energiesystems, zum Beispiel eines Kernkraftwerks oder eines, kann auch eine Windkraftanlage sein, während ihrer gesamten Lebensdauer. Und das wird verglichen mit dem, was habe ich denn reingesteckt während auch der gesamten Lebensdauer, das heißt von den Rohstoffen, von der Wiege bis zur Ware sozusagen, bis zur Entsorgung. Also das ist eine dieser berühmten Gesamt- oder ganzheitlichen Betrachtungen, die ja überall immer gemacht werden sollen, nur nicht bei Energiesystemen. Da wird das ein bisschen vernachlässigt. Aber wenn man diese ganzheitliche Betrachtung macht, dann hat man dieses Verhältnis, also Energie-Output zu Energie-Input. Das ist ein einfaches Zahlenverhältnis und das sagt am präzisesten etwas aus über die Effizienz des Energiesystems. Das ist hier so grafisch noch dargestellt und wir haben das mal sehr genau ausgerechnet. Es gibt auch ein Paper dazu, das sehr viel Resonanz gefunden hat. Ich stelle ihn mal vor. So, da ist das für verschiedene Energiesysteme gezeigt. Und da sieht man, die erneuerbaren Energien schneiden hier nicht besonders gut ab. Die sind hier links unten nahe 1. Jetzt kann man sich ja denken, ein Erntefaktor von 1 heißt, ich stecke etwa so viel rein, wie auch wieder rauskommt. Da ist eigentlich nichts gewonnen. Die einzige Anwendung wäre höchstens noch, wo es auch kleiner 1 sein darf, ist, wenn ich Energiespeicher brauche, die weit entfernt sind, zum Beispiel in Satelliten. Da könnte sich das noch lohnen, aber für eine Energieversorgung selbstverständlich nicht. Aber jetzt gibt es noch eine andere Schranke, das ist ein Erntefaktor von 7. Das ist das Minimum, wo es sich für ein Industrieland lohnt, überhaupt diese Energiequelle anzuzapfen. Und da sehen wir, dass die konventionellen Energiequellen darüber liegen. Also wir haben hier Erdgas, alles so um die 30, auch Öl und Kohle. Und was hervorsticht überraschenderweise ist die Wasserkraft. Ist die eigentlich hier mit drauf? Ich glaube, die ist hier. Ja. Kernenergie ist tatsächlich höher als die anderen. Das heißt, die Kernenergie hat schon eine relativ hohe Effizienz. Jetzt gibt es bloß ein Problem. Sie ist nicht effizient genug. Und zwar vergleichen wir jetzt nochmal die Erntefaktoren. Da ist nur ein Faktor 2,5. Zwischen dem von konventionellen, von fossilen Energieträgern zum Druckwasserreaktor zum Beispiel, während zwischen den der Energiedichte ein Faktor 100 Millionen ist. Also da geht eine ganze Menge verloren. Und daraus ahnt man schon, dass wir nur einen ganz geringen Bruchteil der Kernenergie tatsächlich nutzen. So, jetzt komme ich hier immer mit der Reihenfolge. So, das ist die richtige Reihenfolge. Gut. Also, wir können eigentlich von einer ersten nuklearen Ära reden, was bisher sich abgespielt hat. Das fing an mit der Entdeckung der Kernspaltung und der Kettenreaktion von Otto Hahn, Lise Meitner, Fritz Strassmann 1938. Dann wurde 1942 der erste künstliche Kernreaktor gebaut. Es gab übrigens auch einen natürlichen Kernreaktor, wissen nur wenige, aber das hat es gegeben, ja. Dann gab es eine rasante Entwicklung in den 40er Jahren. Und in diesen 40er Jahren wurden praktisch alle Konzepte ausprobiert, erdacht zumindest, zum Beispiel die Moderierung, die Anreicherung, das Purex-Verfahren und auch der Umgang mit nuklearen Abfällen, das war eigentlich alles hinterher bekannt. Und dann gab es halt immer diese Parallelentwicklung einer Bombe, das fing an mit dem Trinity-Test 1945, die erste Atombombe. Dann 1946 bis 1956 startete das oder lief das Nuclear Aircraft Propulsion Programm und daraus gingen zwei sehr interessante Konzepte hervor, der natriumgekühlte Reaktor und der Flüssigsalzreaktor. Und diese beiden Reaktorkonzepte sind, würde ich mal sagen, die interessantesten und trotzdem am Ende wurden Druckwasserreaktoren entwickelt, die
ursprünglich erst zum U-Boot-Antrieb benutzt wurden und dann schließlich zu großen zivilen Reaktoren aufgeblasen wurden, wie man sie heute kennt. Und in den 50er und 60er Jahren wurden ja große Versprechen gemacht einer nuklearen Zukunft, aber umgesetzt wurde tatsächlich nur der sogenannte Leichtwasserreaktor. Und der Leichtwasserreaktor hat so seine kleinen Probleme. Und zwar rühren die hauptsächlich von der Tatsache, dass er feste Brennelemente nutzt. Und das erfordert einen sehr teuren externen Brennstoffkreislauf. Ich will jetzt die Kernenergie nicht allgemein schlecht reden. Die Leichtwasserreaktoren sind trotzdem noch gut. Wir haben ja gesehen, es ist immer noch besser als, als alle anderen Energieerzeugungsformen. Aber sie haben halt auch ihre Probleme. Zum Beispiel nutzen sie nur 1% des abgebauten Urans und 99% werden dann eben heutzutage als Abfall deklariert. Und davon eben auch ein großer Teil geologisch endzulagern. Und die Leistungsdichte, die sind ja ziemlich groß, ist dann auch entsprechend gering. Sie arbeiten außerdem mit einem relativ hohen Innendruck. Also kann man das Fazit ziehen, thermische, wassermoderierte Reaktoren mit festen Brennelementen, das ist so ziemlich die ineffizienteste Art, Kernkraft zu nutzen. Es wurde aber genutzt, weil es halt in der Militärtechnik sehr beliebt war. Wassermoderierung heißt ja zum Beispiel beim U-Boot, wenn das final abtaucht, dass man dann immer noch eine Wasserkühlung hat. Und es hat einige Vorteile, aber die Nachteile überwiegen schließlich für die zivile Anwendung. Hier ist nochmal als Beispiel, wie die Anreicherung funktioniert. Das könnte man jetzt als Verschwendung ansehen. Da gehen 8 Tonnen Natururan rein. Natururan heißt ja 99,3% Uran-238 und nur 0,7% Uran-235. Das ist das eigentlich das begehrte spaltbare Material, von dem die Energie leicht rauszuholen ist. Ja, und raus kommen dann eben eine Tonne angereichertes Uran. Das war jetzt hier in dem Beispiel mit 3,6% und 7 Tonnen abgereichertes Uran. Also die Zahlen variieren etwas, ja, aber das hat man eine Vorstellung, dass da etwa ein Faktor 10 verloren geht. Und das Uran wird dann gelagert, zum Beispiel in Russland haben die ganz riesige Mengen auf Halde. Das ist dann eben das abgereicherte Uran, das man sowieso nicht nutzen kann. Aber selbst im Reaktor wird das Uran dann auch nur zu etwa 5% genutzt. Und das ist dann das nächste Problem. Deswegen wird der gesamte Brennstoffkreislauf hier dominant. Man sieht hier an dieser Zusammensetzung, dass eigentlich der Reaktorkern, der Betrieb kaum noch eine Rolle spielt. Das ist eigentlich das Ganze drumherum, die Brennelementeherstellung, die das Ganze dann wirtschaftlich dominiert. Und es hängt auch sehr stark von der Anreicherung ab. Also diese Zentrifugen, die wir eben gesehen haben, ja, die sorgen dafür, dass der Erntefaktor immerhin von 75 in der Vergangenheit, wo man noch Diffusionsanreicherung benutzt hat, dann auf 100 etwa gestiegen ist. Aber die theoretische Grenze liegt dann auch so bei 115. Es ist noch die Laseranreicherung zu erwarten, aber das dauert auch schon eine Weile. Ist aber kaum noch eine Effizienzsteigerung. Also man kann sagen, dass man hier nicht mehr so viel aus der Kerntechnik rausholen kann bei den Druckwasserreaktoren. Den Brutprozess, den überspringe ich jetzt mal, da können wir vielleicht nachher noch zukommen, sondern ich wollte eigentlich nur mal kurz zeigen, das ist hier besser zu sehen, wie sich eigentlich ein Brennelement, nachdem es benutzt wurde, zusammensetzt. Am Anfang hat man das begehrte Uran-235 und das Uran-238, das ist hier oben, hier kann ich so ein bisschen zeigen, also hier oben der Bereich, ist hier unterbrochen, das geht also noch bis zur Decke. Das sind ja nur etwa 3, 4, 5%. So, jetzt ist das eine Weile im Reaktor und man sieht, dass dieser rote Bereich immer mehr zunimmt. Unten dieser bunte Bereich auch. Unten dieser bunte, das sind die Spaltprodukte. Und oben, das ist das Plutonium, das erbrütet wird. Und man sieht auch, dass weniger Plutonium erbrütet wird oben, als unten Uran-235 verbraucht wird. Das heißt, wir brüten nicht genug nach und irgendwann geht der Reaktor aus. Und das ist das große Problem. Man könnte jetzt aufbereiten, das heißt, man könnte alles wieder auseinandernehmen, müsste dann das in die ganzen Substanzen zerlegen, denn so ist es ja nicht im Brennelement schön sortiert, sondern das ist ja bunt gemischt alles und müsste dann das wieder in den Reaktor einführen. Dann könnte man den theoretisch noch weiter betreiben. Hat man mal versucht, ist zu teuer, macht man nicht. Also das lohnt sich auch nicht. Das heißt, das ganze Zeug wird letztendlich endgelagert. Und das ist das Riesenproblem. Wenn man das effizienter hier nutzen könnte, hätte man viel gewonnen. Das kann man, das will ich jetzt nicht im Detail erklären, indem man da geschickt aufbereitet. So, jetzt gibt es zwei Methoden der Aufbereitung. Man kann das Purex-Verfahren anwenden. Ich habe das mal hier so.
also fest. So, wir haben einmal feste Brennelemente, da ist das sehr viel umständlicher, weil man diese Pellets hat. Also man muss das erst verflüssigen und dann mit einem chemischen Verfahren auftrennen. Und beim flüssigen Brennstoff ist das Ganze sehr viel einfacher. Das Verfahren, dazu komme ich dann vielleicht noch, das wir hier anwenden wollen beim Dual-Fluid-Reaktor, ist die sogenannte fraktionierte Destillation oder Rektifikation. Gut, das ist jetzt aber erstmal zweitrangig. Wichtig ist eben, dass dieser ganze Brennstoffkreislauf drumherum sehr viel Ressourcen erfordert. Jetzt gibt es noch ein weiterer wichtiger Hinweis, nämlich sogenannte Schnellspaltreaktoren. Das macht auch noch einen Unterschied. Also die heutigen Reaktoren sind moderiert, das heißt, die bremsen die Neutronen ab und das hat Auswirkungen auf die Art, wie die Kerne gespalten werden und wie zum Beispiel das Plutonium erbrütet wird. Und da ist auch eine Eigenschaft, dass Schnellspaltreaktoren, also die nicht moderieren, das war eigentlich sogar der erste stromerzeugende Reaktor, war ein Schnellspaltreaktor, in der Lage sind, selbst ihr Material, das sie dann spalten, später nachzubrüten. Und dadurch entstehen auch weniger Abfallfälle. Und das ist noch ein weiterer Vorteil. Wir kennen ja vielleicht den natriumgekühlten Reaktor. Der sollte ja in Deutschland einmal gebaut werden, in Kalka. Er läuft jetzt einer in Russland, der BN-600, der BN-1200, der soll dann auch noch gebaut werden, aber ist erstmal verschoben worden. Also der erste stromerzeugende Reaktor in den USA war auch ein natriumgekühlter Reaktor und der ist in der Lage, das Uran effizienter zu nutzen. Warum wollte man das Uran effizienter nutzen am Anfang? Ganz einfach, man wusste nicht, wie viel Uran gibt es überhaupt und dachte, naja, es könnte knapp sein und da machen wir es lieber effizienter. Man hat also mit einem effizienten Reaktor eigentlich angefangen und dann ist man übergegangen zu den Druckwasserreaktoren, weil man gesehen hat, ja, das sind ja doch ziemlich große Vorräte an Uran, ja, dann können wir es auch ein bisschen einfacher machen. Es wäre aber aus heutiger Sicht tatsächlich sinnvoller, das mit zum Beispiel natriumgekühlten Reaktoren zu machen. Also hier ist nochmal der Abfall, wie er dann sich zusammensetzt, nachdem der Reaktor lief, typischerweise für Druckwasserreaktoren. Und man sieht, es gibt da, ist jetzt sehr wissenschaftlich hier, das Diagramm, man sieht hier, es gibt verschiedene Komponenten, ist jetzt eigentlich leichter, als es aussieht. Man muss hier oben diese schwarze Kurve betrachten, das ist der gesamte Abfall. Das ist eine doppelt logarithmische Skala, die die grüne Linie bei etwa, ja, bei einigen hunderttausend Jahren kreuzt. Und ab da gilt das Uran oder gilt der Brennstoff als zerfallen. Da kreuzt er die Linie des Natururans, das ursprünglich gefördert wurde. So, jetzt multipliziert man das noch mit einem Faktor und so kommt man auf diese 1 Million Jahre Endlager. Aber das ist ganz heterogen zusammengesetzt und zwar besteht das zum überwiegenden Teil aus dieser blauen und roten Kurve. Das sind die sogenannten Minoren, Actiniden und Plutonium. Und das dominiert auch die Langzeitradiotoxizität des nuklearen Abfalls. Die Natur hat es netterweise so eingerichtet, dass die sogenannten Spaltprodukte sehr schnell zerfallen. Und die Spaltprodukte ist die nukleare Asche, was nach dem Verbrennen oder nach der Kernspaltung dann übrig bleibt. Das enthält keine Energie mehr. Und das ist doch eigentlich eine nette Eigenschaft, dass man also im Grunde die Spaltprodukte sehr schnell los wird. Man muss nur vollständig verbrennen und hat damit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man hat weniger oder gar keine geologischen Abfälle mehr. Und hat auch noch eine bessere Ausnutzung des Urans. Also das wäre der Riesenvorteil, wenn man das Uran besser nutzt. Hier zum Vergleich noch die Abfallberge, wie sie sich in Deutschland inzwischen aufgetürmt haben. Also das reicht nicht bis zu den Alpen hoch, sondern gerade mal bis zur Höhe des Brandenburger Tors. Und man sieht, das meiste ist dieser graue Würfel auch hier. Und das Graue ist tatsächlich noch Uran. Gut nutzbar. Ja. Das Rote sind Transurane, auch energetisch gut nutzbar. Und hier kommen erst die Spaltprodukte, dieser blaue Würfel, das sind die Spaltprodukte. Das heißt, der wirkliche Abfall, der in Jahrzehnten Nuklearbetrieb in der Bundesrepublik hier entstanden ist, sind gerade mal dieser blaue Würfel, der gerade so hoch ist wie so ein BVG-Bus. Ja. Also das ist eigentlich eine lächerliche Abfallmenge. Da gibt es tatsächlich auch bei den Spaltprodukten einen kleinen Anteil langlebigere. Die sehr viel langjährigen sind noch weniger, aber man sieht, die Abfallmenge ist wirklich relativ gering. Also andere Industrien haben sehr viel mehr Abfallmengen. Zum Beispiel Chemie, da hat man die größte Sondermülldeponie der Welt in Herfer-Neurode, kennt kaum jemand, aber die Fässer sind da genauso gelagert, wie es eigentlich vorgesehen war in Gorleben bei den nuklearen Abfällen. Und man sieht, was da alles drin steckt. Also ich kann das kaum vorlesen hier. Das sind also
Quecksilberhaltiger Abfall, 127.000 Tonnen cyanidhaltiger Abfall, 690.000 Tonnen Dioxin, voran, alle wirklich die übelsten Chemikalien sind dort gelagert. Und der große Unterschied zu nuklearen Abfällen ist ja, das zerfällt alles nicht. Das bleibt erstmal so unter der Erde. Ja? Und man kann die Argumentation genau umdrehen und sagen, nein, es muss nicht 1 Million Jahre gelagert werden. Im Gegenteil, es muss nur 1 Million Jahre gelagert werden. Das Zeug hier muss unendlich lange gelagert werden. Das zerfällt nicht von selbst. Wir haben hier den glücklichen Fall, dass wir Abfall produzieren, der von selbst zerfällt. So, das ist aber auch nur allgemein. Man kann eben das Ganze noch verbessern. Bezogen auf einen Bundesbürger, der sein ganzes Leben lang nur die Elektrizität auch indirekt aus der Industrie, aus Kernenergie bezogen hat, bleibt eine Abfallmenge von 100 Gramm übrig. Und wenn man dann, das ist ja mal so eine beliebte Frage der Grünen, wollen sie den Abfall nicht selbst mitnehmen? Ja, ich würde es machen, ich würde mir den Abfall hier unter das Bett legen, das ist überhaupt kein Problem. Man muss ein bisschen warten, bis die Spaltprodukte, hier die sehr kurzlebigen, die strahlen ja stärker, abgeklungen sind, also so ein paar Jahre, aber dann ist das relativ harmlos. Und man sieht auch hier, diese 20 Gramm Plutonium rechts, dieser rote Bereich, das macht die geologische Entlagerung aus. Wenn man das los wird, dann hat man Abfall, der maximal 300 Jahre gelagert werden muss. Man muss ehrlicherweise sagen, es kommen noch, das steht hier links unten, noch 1,5 Kilogramm abgereichertes, ungenutztes Uran dazu. Das ist das, was im Reaktor nicht genutzt werden kann. Und 10 Kilogramm abgereichertes Uran, das war aus diesem allerersten Prozess, den ich da beschrieben hatte, wo eben aus knapp 10 Tonnen Uran dann nur eine Tonne angereichertes Uran entsteht. Aber das ist ja im Grunde nur ein Metall. Das ist jetzt nicht stark radiotoxisch. Naja, also gehen wir nochmal zurück zu diesen Versprechen der ersten nuklearen Ära. Das war so in den 50er Jahren ging das ja los, was man da alles sich vorgestellt hat. Flugautos, Antriebe, sogar Raumschiffe, Senkrechtstarter. Also das waren so die ganzen nuklearen Träume, die man da versprochen hat. Und das steht ziemlich im Gegensatz zu dem, was mit der Kerntechnik passiert ist. Diese Grafik ist jetzt hier ein ganz bisschen veraltet, aber man sieht, der Ausbau der Kerntechnik stagniert. Es ist anteilig sogar zurückgegangen. Man hat halt in vielen Ländern andere Energien erstmal weiter ausgebaut. Und es ist jetzt nicht komplett rückläufig. Wir haben ja noch viele hundert Reaktoren, die laufen. Es wird auch jetzt wieder ausgebaut, aber es gab eine Stagnationsphase. Und das liegt letztendlich daran, dass die Reaktoren durch immer strengere Genehmigungsprozeduren auch immer teurer im Bau geworden sind, sodass man dann, es war es einfacher, ein Gaskraftwerk oder irgendwas in der Art hinzusetzen. Also man müsste eigentlich jetzt auch bei den Kernreaktoren darauf achten, dass die Komplexität wieder reduziert wird. Und das können wir ja auch mit dem Dual-Fluid-Reaktor erreichen. Gut, also die ganze erste nukleare Ära war geprägt von Angst, muss man sagen. Vor allem am Anfang vor der deutschen Atombombe. Dann gab es eben nach dem Zweiten Weltkrieg eine rasant schnelle Entwicklung zum ersten Reaktor in den 40er Jahren, aber auch eben geprägt von militärischen Überlegungen. Und ja, der Druckwasserreaktor, kann man so zusammenfassen, wurde letztendlich aufgrund staatsbürokratischer Entscheidungen durchgesetzt. Bei dem Brennstoffkreislauf ist nur ein einziges Verfahren, nämlich das Burex-Verfahren, auch hauptsächlich aus militärstrategischen Überlegungen, nämlich Plutonium und Uran abzutrennen, entwickelt worden, auch während des Kalten Krieges. Und es gibt dadurch eben auch gebrochene Versprechen der Möglichkeiten der Nukleartechnik, also die billigste Energie, mobile Reaktoren als Fahrzeugantrieb und vieles mehr. Und zusammen mit dem aufkommenden Anti-Atom-Bewegung noch und dem maßlos übertriebenen Endlagerproblem führte das dann praktisch zum Stopp sämtlicher nuklearer Entwicklungen. Gut, hier ist jetzt ein Kapitel, da muss ich ganz kurz mal auf die Uhr gucken, wie viel Zeit habe ich noch? Sonst, denn das ist, finde ich, sehr interessant, das ist die Reichweite nuklearer Ressourcen. Das ist ja so ein Mythos, findet man auch auf Wikipedia, dass die nuklearen Ressourcen ja sowieso nur noch 100 Jahre oder weniger halten. Und deswegen lohnt sich das ja gar nicht, die Kernenergie weiter auszubauen. Nun, kann man durchrechnen. Ich werde das jetzt nicht Zahl für Zahl durchgehen, aber das Szenario beschreiben. Nehmen wir mal an,
Also heutiges Szenario ist ja, der jährliche Weltstrombedarf, Tendenz steigend, ist ja bei 20 Petawattstunden. Und davon sind im Moment, das war jetzt auch wieder ein paar Jahre alt, 13% nuklear. Das entspricht dann etwa 3000 Kilowattstunden pro Erdbürger bei 6,7 Milliarden Menschen. Bei Deutschland sind es übrigens 7500 Kilowattstunden pro Kopf, also mehr als das Doppelte. Der Uranverbrauch ist entsprechend dann 50 Kilotonnen Natururan in heutigen Reaktoren. Und jetzt denken wir uns einfach mal ein Zukunftsszenario aus mit 10 Milliarden Menschen, 10.000 Kilowattstunden pro Erdbürger, also auf sehr, sehr hohem Niveau, 100% nukleare Stromversorgung und Gesamtbedarf 100 Petawattstunden ergibt sich daraus. Dann entspricht das einem Uranverbrauch von 2.000 Kilotonnen Natururan. So. Was sind die heutigen Vorkommen? Wir haben 4,5 Megatonnen Uran, zu je gefördert werden kann das zu 130 US-Dollar pro Kilogramm. Damit ergibt sich tatsächlich eine Reichweite bei heutigem Verbrauch von etwa 100 Jahren. So erstmal richtig. Jetzt könnte man aber einen Umstieg wagen auf die KKWs, die das Uran 100-mal effizienter nutzen, zusammen noch mit einer etwas effizienteren Turbine. Und käme man schon auf 18.000 Jahre. Jetzt kommt noch ein Punkt hinzu. Es gibt viel mehr Uran, und zwar in Meerwasser gelöst. Das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen nach Science Fiction an, ist es aber nicht. Das kann schon mit heutigen Methoden gefördert werden. Es ist natürlich teurer, steht hier rechts unten. Das kostet nämlich 300 US-Dollar pro Kilogramm. Auch das ist ein paar Jahre alt. Inzwischen kriegt man es vielleicht noch besser hin. Und da stecken dann noch 4,5 Gigatonnen. Und außerdem gibt es einen Zufluss, das wird immer ausgewaschen, von 7 bis 14 Kilotonnen pro Jahr. Bei einer Waschmenge von 100 Gigatonnen. Und wenn man das mal umrechnet, Uran aus dem Meer, dann bei 100% Nuklearstrom kommt man auf 2,5 Millionen Jahre. Bei zukünftigem Verbrauch auf nur noch 500.000 Jahre. Aber wenn man den geologischen Zufluss wieder einrechnet, auf 10 Millionen Jahre. Also da muss mir keiner sagen, dass die Uranressourcen bald alle sind. Das sind sie tatsächlich nicht. Es wird vielleicht ein bisschen teurer, spielt dann aber auch nicht so eine große Rolle, wenn der Uranverbrauch ja dann auch geringer ist und dann spielen andere Sachen halt eine größere Rolle. Dann gibt es ja noch neben Uran auch Thorium und da ist die Konzentration viermal so hoch als die verglichen mit Uran. Die Wirtschaftlichkeitsgrenze liegt hier eher so bei 1.000 US-Dollar pro Kilogramm und man kann, wir gehen mal von einem Szenario aus, wo man Uran dann das Thorium abbaut bis in Tiefen von 2 Kilometer. Mit einer Fläche von theoretisch 100 Millionen Quadratkilometer kommt man auf 5000 Gigatonnen Thorium. Und das ergibt dann bei 100% Kernenergie mit Strom aus diesen idealen Reaktoren eine Reichweite von 500 Millionen Jahren. Also man kann es auch so rechnen. Ja? Und bei 500 Millionen Jahren haben wir das Problem, dass die Sonne sich dann langsam ausdehnt und die Erde zu verschlingen droht. Also da hätten wir sowieso andere klimatische Bedingungen und würden die Erde am liebsten verlassen. Und zwar nicht wegen CO2. Das wäre dann eine echte Klimaerwärmung. Ja. So, na gut, also jetzt kann man auf Wikipedia mal nachgucken, wie erneuerbare Energien definiert sind. Es gibt ja eigentlich keine vernünftige, also Carsten kennt das, Energien erneuern sich nicht und die Definition ist eigentlich unsinnig, aber es gibt eine Definition und es wird über die Ressourcen definiert. Und zwar schreibt Wikipedia, als erneuerbare Energien oder regenerative Energien werden Energieträger bezeichnet, die im Rahmen des menschlichen Zeithorizonts praktisch unerschöpflich zur Verfügung stehen oder sich verhältnismäßig schnell erneuern. So, in diesem Sinne, was ist der menschliche Zeithorizont? Ich weiß nicht, 1 Million, 100 Millionen Jahre. Also jedenfalls kann man in dem Sinne Kernenergie eindeutig zu den erneuerbaren Energien zählen, aber dann versuchen Sie das mal auf Wikipedia zu ändern. Also ich fordere hiermit alle auf, mal diesen Eintrag auf der entsprechenden Wikipedia-Seite zu ändern, dann kriegen Sie garantiert Gegenwind. 10 Minuten. Bitte? 10 Minuten, haben Sie ausprobiert? Haben Sie versucht? Ja. Ach, das geht schneller, 10 Sekunden, ja. Ja, ja, die sind wirklich auf Zack, also da ändert man was, auch wenn es sinnvoll ist, Zack, wieder zurück. Ja, das ist... Ja. So, jetzt möchte ich Ihnen noch jemanden vorstellen, den Erfinder des Druckwasserreaktors. Das ist Alvin Weinberg. Der hat auch ein Buch geschrieben und das heißt genau so, The First Nuclear Era. Er gilt als Erfinder des Druckwasserreaktors, aber er war auch der Leiter des Flüssigsalzexperiments am Oak Ridge National Lab in den 60er, 70er Jahren.
Und es ist ja schon bemerkenswert, dass derjenige, der den Druckwasserreaktor erfunden hat, einen anderen Reaktor favorisiert. Also er hat das Problem auch erkannt, dass man mit Druckwasserreaktoren nicht beliebig weiterkommt und dachte sich auch, wie kann man einen Reaktor entwickeln, der wirklich nur für zivile Anwendungen gedacht ist, und hat mit dem Flüssigsalzexperiment, ja, sagen wir mal, neue Maßstäbe gesetzt. Es war leider der einzige Flüssigsalzreaktor, der jemals lief. Das war damals noch unter der Nixon-Regierung. Und danach hat man umgeschwenkt und gesagt, jetzt wird das Projekt gestoppt, denn wir brauchen das Geld für den natriumgekühlten Reaktor. Wahrscheinlich, um sich dann Plutonium brüten zu können, was man dann wieder für Nuklearwaffen brauchte. Also so ein Dual-Use, ja, wie das heißt. Am Ende wurde dann auch der natriumgekühlte Reaktor auch nicht umgesetzt. Und es waren die Druckwasserreaktoren übrig. Trotzdem war das eine interessante Ära, wo man mal was Neues ausprobiert hat. Und in dem Zusammenhang ist es wichtig, oder sieht man hier den Hauptpunkt, warum Flüssigsalzreaktoren sinnvoll sind, nämlich, dass man während des Betriebs auch den Brennstoff aufbereiten kann. Es gibt noch andere Vorteile, aber hier kann man ganz andere Verfahren anwenden. Und wenn man das mit Salz betreibt, dann kann man hier einfach das Salz, die Salze durchkochen quasi und dann nach Siedepunkten oder nach Kondensationspunkten trennen. Das ist in der Industrie ein absolut bekanntes Verfahren. Genauso wird zum Beispiel Titan gewonnen aus aus Titanoxid, und so gibt es eigentlich, das ist ein Standardverfahren. Und ja, wir haben das einfach nur mal in einer Studie übertragen auf Uransalze und dann am Ende Gemisch aus Uran und Spaltprodukt salzen, denn wenn der Reaktor eine Weile läuft, hat er natürlich auch Spaltprodukte, und die bilden auch dann Salze, das kann man dann alles destillieren, und das ist ein kompliziertes Schema, aber es dürfte in dem Bereich von Sub-PPM gehen, das heißt Parts per Million. Das heißt, man kann eine sehr saubere Trennung damit erreichen. Das ist was ganz anderes als das sogenannte Purex-Verfahren, das im Grunde nur Plutonium und Uran abtrennen kann und eigentlich nicht für eine saubere Abfalltrennung in dem Sinne gedacht ist. Der Vorteil ist, wenn man das sauber nach Elementen auftrennen kann, kann man es auch wieder zusammensetzen und kann dann das ideale Gemisch für den Reaktor wieder anrühren und kann das im Grunde ständig im Kreis laufen lassen und hat dann immer die optimale Mischung im Reaktor. So viel noch zu den Möglichkeiten des Flüssigsalzreaktors. So, jetzt wollte ich nochmal zeigen, was gibt es denn alles für Konzepte. Sie werden vielleicht gehört haben von den sogenannten Generation 4 Reaktoren, das ist ja jetzt häufiger zu lesen. Das ist eigentlich eine willkürliche Definition. Man hat, ich glaube das war 2000, ein Forum gegründet, um diese ganzen verschiedenen Konzepte, die auch in den 40ern, aber auch später entwickelt wurden, eigentlich meistens nur auf dem Papier, um die zu konservieren und vielleicht auch fortzuschreiben, dass die nicht in Vergessenheit geraten. Und man hat in dem Zusammenhang 6 Konzepte ausgewählt. Das ist der schon erwähnte natriumgekühlte Reaktor. Die Russen haben auch, oder die Sowjets damals, haben auch einen bleigekühlten Reaktor entwickelt. Dann den eben erwähnten Flüssigsalzreaktor. Dann gibt es einen gasgekühlten Reaktor. Dann einen superkritischen wassergekühlten Reaktor. Das ist im Grunde eine Fortschreibung des heutigen Druckwasserreaktors, nur mit noch höherem Druck und höherer Temperatur. Das ist ein spezieller Aggregatzustand des Wassers, den man hier anwendet. Und dann gibt es noch den Hochtemperaturreaktor. Auch der lief in Deutschland tatsächlich. Das war der HTR in Hamm-Üntrop. Und der wurde dann durch so eine Reihe von Pannen und natürlich auch aus politischen Gründen am Ende stillgelegt. Aber der lief hier auch schon. Das heißt, man kann sagen, hier ist eine Übersicht, eine zeitliche Übersicht, dass eigentlich diese ganzen Generation 4 Konzepte fast alle schon irgendwie mal liefen in der Vergangenheit. Die sind also nicht wirklich neu entwickelt jetzt, aber man will damit versuchen, die umzusetzen oder wenigstens das ein oder andere umzusetzen. Die haben alle so ihre Vor- und Nachteile, zum Beispiel Hochtemperaturreaktor, der ist ja entstanden in den 80er Jahren. Die Idee war schon älter, aber da war die Ölkrise hier. Und dann dachte man, na gut, jetzt können wir ja versuchen, Treibstoffe für Autos künstlich herzustellen. Also genau das, was heute unter Synfuels läuft. Und in dem Zusammenhang hat man dann sogar eigene chemische Verfahren entwickelt und dann den Hochtemperaturreaktor gebaut. Aber wie gesagt, aus politischen Gründen, das war viel ja dann auch zusammen mit Tschernobyl und dem Unfall, hat man davon dann abgelassen. Und die Ölkrise hatte sich dann auch irgendwie erledigt. Der Flüssigsalzreaktor ist eigentlich besonders interessant, der MSR oder Molten Salt Reactor. Das ist das
Experiment, das ich schon erwähnt hatte, aus dem zwei Reaktorkonzepte hervorgegangen sind. Links oben sieht man ein Flugtriebwerk. Das ist tatsächlich so entwickelt worden und lief auch. Allerdings nicht im Flugzeug, aber im Prüfstand. So. Ist dann aber nie in die Luft gegangen. Und das ist ein natriumgekühltes System mit Flüssigsalz. Und daraus sind tatsächlich der natriumgekühlte Reaktor, der EBR, hervorgegangen und dann später auch der Flüssigsalzreaktor. Und der Flüssigsalzreaktor ist hier gezeigt. Man sieht hier die Kreisläufe. Ich kann leider mit dem Pointer hier schlecht zeigen, aber man sieht hier einmal rechts den Kreislauf. Ich kann nicht mal hingehen vielleicht, oder? Oder hoffe ich aus der Kamera. Also man sieht hier den Kühlkreislauf. Also man muss sagen, es ist eine Flüssigkeit drin und die Flüssigkeit ist gleichzeitig der Brennstoff und Wärmeabfuhr. Das heißt, man führt die Wärme auch mit dem gleichen Salz ab. Das heißt, das Salz, flüssige Salz fließt hier durch, hier wird es reaktiv, ja, produziert Wärme und die Wärme wird dann hier abgeführt und über diesen Wärmetauscher an ein weiteres Medium, in dem Fall auch Salz, abgegeben und dann schließlich an ein konventionelles Medium. Das heißt, man führt die Wärme hier auf der rechten Seite ab, aber ab und zu, weil es ja eine Flüssigkeit ist, kann man sehr leicht umschalten und dann das gleiche Salz durch diese Chemical Processing Plant schicken. Und dann wird es aufgearbeitet. Und das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Man kann dann den Brennstoff immer wieder aufarbeiten und kann ihn im Betrieb, ohne dass man den Reaktor stilllegen muss, einfach ja, sogar ersetzen. Man kann sogar umschwenken von einem Urankreislauf auf einen Thoriumkreislauf. Man muss den Reaktor nicht abschalten und kann trotzdem immer die optimale Mischung bereitstellen. Ein weiterer Vorteil ist, das sieht man hier so ein bisschen, ist diese Freeze Plug, heißt das hier, die Schmelzsicherung. Das ist einfach nur ein ausgefrorenes Stück Rohr. Das heißt, man kühlt das Stück Rohr und der Effekt ist, dass das Salz hier runterlaufen will, aber hier einfriert. Und das ist eine super gute und absolut sichere Absicherung. Wenn der Reaktor zu heiß wird, dann reicht die Kühlung hier einfach nicht mehr aus und es schmilzt durch und die ganze Soße fließt hier unten ab. Wenn ein Stromausfall ist, passiert das Gleiche. Der kann nicht mehr gekühlt werden hier und es fließt wieder alles nach unten ab. Wenn man den Reaktor einfach nur so ausschalten will, naja, dann stellt man auch den Strom ab. Und das haben die auch gemacht. Also das heißt, dass die am Freitag dann immer den Strom abgeschaltet haben, also was eigentlich eine Katastrophe wäre beim normalen Reaktor. Und dann ist das nach unten abgeflossen, am Montag haben sie es wieder hochgepumpt. Also sehr einfach zu bedienen und ist absolut passiv sicher. Ja. Es kommt noch eine weitere angenehme Eigenschaft dazu beim Flüssigsalzreaktor. Flüssigkeiten dehnen sich viel mehr aus. Flüssigkeiten haben einen ganz anderen Ausdehnungskoeffizient als Festkörper. Und der Effekt ist, dass bei einer Erhitzung der Flüssigkeit die Neutronen weniger Reaktionspartner finden. Und dadurch nimmt die Reaktionsrate automatisch ab und es wird weniger Wärme produziert. Und dadurch geht der Reaktor wieder runter. Das heißt, er pendelt sich selbst immer auf die gleiche Temperatur am Ende wieder ein. Das Gleiche gilt auch umgekehrt. Wenn er jetzt mehr gekühlt wird, wenn man zum Beispiel mehr Leistung rauszieht, dann zieht sich alles zusammen und es gibt mehr Reaktionspartner und dadurch produziert er mehr Wärme und liefert genau das nach, was erforderlich ist. Das ist also ein doppeltes Feature beim Flüssigsalzreaktor. Es ist einmal eine Sicherheitseigenschaft, dass er nicht durchgehen kann, denn wenn keine Wärme mehr entnommen wird, bleibt er einfach kritisch stehen. Und umgekehrt, wenn man, es ist eine Regelungseigenschaft. Wenn man mehr Power braucht, zieht man die einfach raus und der Reaktor liefert von selbst diese Leistung nach. Ja. Also eine sehr, sehr angenehme Eigenschaft. Man kann das auch homöostatisches System nennen. Er hält immer die Temperatur, aber ist dabei absolut sicher. Er kann niemals durchgehen. So, das habe ich hier so lange erklärt, weil das auch viele Eigenschaften zum Beispiel des Dual-Fluid-Reaktors wiedergibt. Das ist jetzt der schon erwähnte natriumgekühlte Reaktor. Den wollte ich jetzt nicht so ausführlich durchgehen, aber er hat die Vorteile einer hohen Urannutzung. Das liegt einfach daran, dass er ein Schnellspaltreaktor ist. Hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Außerdem ist er brutfähig, allerdings nicht sehr schnell. Also er kann weiteres Plutonium oder weitere spaltbare Stoffe nachbrüten. Das ist natürlich sehr gut, wenn man jetzt nicht immer Uran fördern will, sondern auch sich selbst Uran nachbrüten will für den nächsten Reaktor. Das war ja auch der Gedanke beim Brutreaktor, dass er dann nach einigen Jahren wieder genug zusätzlichen Brennstoff erbrütet hat, was dann in den nächsten Reaktor eingefüllt werden kann. Allerdings sind die Verdopplungszeiten 20 bis 30 Jahre. Damit ist das also nur bedingt benutzbar.
jemand mag mich korrigieren, wenn das nicht ganz stimmt, aber 20, 30 Jahre ist so die Zahl, die ich kenne. Ein Vorteil ist natürlich auch, dass man hier die Restzerfallswärme sehr gut abführen kann und dass er eine hohe Leistungsdichte hat, zumindest höher als ein Druckwasserreaktor. Der Nachteil ist die Chemie, also das Natrium ist natürlich sehr reaktiv und deswegen braucht man eine doppelwandige Sicherung, also die Sicherungssysteme sind sehr aufwendig und das kostet am Ende einfach alles sehr viel Geld und er hat auch temporär einen positiven Temperaturkoeffizient. Man braucht also eine ganze Menge Aufwand, um den betreiben zu können und das mag auch der Grund sein, dass der, obwohl es wie gesagt der erste Reaktor war, der jemals Strom erzeugt hat, der sich nie kommerziell durchgesetzt hat. Es gibt jetzt allerdings Trends zu Kleinanlagen mit dem Toshiba 5S oder GE Hitachi und auch TerraPower, also die Firma von Bill Gates, hat ja auch ein neues Konzept, die nennen das direkt Natrium, wo eine Kombination eines Salzspeichers, nur um die Wärme zu speichern, mit einem natriumgekühlten Reaktor angeboten wird. Aber auch da würde ich mal ein Fragezeichen hintersetzen, ob das wirklich zukunftsfähig ist. Hier rechts unten ist übrigens der SNR 300 in Kalka, der jetzt ja das Kernwasserwunderland geworden ist und damit ein Schlag ins Gesicht sämtlicher Ingenieure, die das mit viel Mühe entwickelt haben. Also AfD, dann ist Kalka durchaus geläufig. Ja, ja. Kennen Sie? Gut, dann ganz ähnlich ist der bleigekühlte Reaktor, ist ja auch eine Metallkühlung, allerdings ist Blei nicht ganz so reaktiv, deswegen ist das auch ein bisschen einfacher in der Konstruktion. Hat auch Nachteile, das liegt an, na gut, man hat eine Blei-Wismut-Legierung, das ist auch dann wieder leichter zu aktivieren und auch sehr korrosiv. Wenn man jedenfalls Stahl benutzt, ist das nicht so super und das ist auch öfter mal eingefroren, das ist den Sowjets tatsächlich passiert, dass auch dieses Eutektikum dann irgendwann eingefroren ist. Das ist einfach, man kommt da nicht mehr raus, wenn das fest wird, das Blei-Wismut-Gemisch, dann kriegt man die Regelstäbe nicht mehr rein und raus, dann sind die auch festgefroren. Und dann kann man nicht mehr so viel machen. Ja? So, und jetzt kommt habe ich hier eins überschlagen. Nee, das war der Bleigekühlte. So, jetzt kommt hatte ich die Folie eben gar nicht gezeigt? Ah, okay, das meinten Sie. Ja, okay, Entschuldigung, also hier ist der bleigekühlte Reaktor, genau. Man sieht, also die Hauptanwendung war in U-Booten. Das war auch die sogenannte Alpha-Klasse der Sowjets, die man nicht mehr konnte und deshalb mussten die Amerikaner dann schnellere U-Boote entwickeln. So, hier ist ein altes Schema des Dual-Fluid-Reaktors, aber das ist immer noch soweit gültig. Früher hatten wir die Salzvariante hauptsächlich durchgerechnet, weil eben der erste Reaktor, der mit Flüssigbrennstoff gearbeitet hat, auch ein Flüssig-Salz-Reaktor war und da Erfahrung vorlag. Jetzt haben wir das inzwischen so optimiert, dass wir hier auch flüssiges Uran direkt verwenden können. Deswegen hatte ich das hier unten mal ersetzt. Da steht jetzt also Uran plus Chrom. Das ist eine bestimmte Mischung, die wir auch als Patent angemeldet haben, die im Dual-Fluid-Reaktor Eutektikum bildet, das dann die Schmelztemperatur günstig herabsenkt, sonst wäre die zu hoch. Und mit diesem Gemisch erreicht man eben eine ganz enorme Energiedichte. Und jetzt gibt es hier zwei Kreisläufe. Das ist das Besondere am Dual-Fluid-Reaktor. Das sollte ich hier auch nochmal zeigen. Also ein Kreislauf ist diese Fuel Loop. Das geht also hier immer oben. Kann durch eine Aufbereitungsanlage gehen, muss aber nicht. Also das ist der eine. Hier ist wieder der Ablauf. Das haben wir einfach kopiert vom Flüssigsalzreaktor. Das heißt, hier haben wir diese Schmelzsicherung. Hier ist noch eine zweite, dazu komme ich gleich. Und Dual Fluid, also das ist der eine Kreislauf, der zweite Kreislauf ist die Kühlung, das ist das Blei, das hier durchfließt, diese Rohre umspült und die Wärme dann nach oben fortträgt und dann hier in einen konventionellen Wärmetauscher geht. Das ist das ganze System. Also man kann sagen, der Reaktorkern ist selbst der erste Wärmetauscher, das ist das Besondere am Dual Fluid Reaktor. Man hat zwei Flüssigkeiten im Kern, die sich nicht mischen, aber im Wärmeaustausch miteinander sind. Und das hat ganz... Bitte? Achso, ja. Also das hat jedenfalls ganz enorme Effizienzvorteile, wenn man diese zwei Flüssigkeiten im Kern hat. Wir erinnern uns an, beim Flüssigsalzreaktor war es ja nur eine Flüssigkeit. Und in dem Fall beim Flüssigsalzreaktor war halt das ein flüssiges Salz. Das kann Wärme ganz gut aufnehmen und das kann auch das Uran gut aufnehmen. Aber es kann beides eben nicht so optimal. Ja.
Und hier haben wir jetzt einfach diese Funktion wieder getrennt. Also der Brennstoff kommt über das, direkt über das Uran, über das geschmolzene Uran, und die Wärme wird über flüssiges Blei abgeführt, und flüssiges Blei kann wahnsinnig viel Wärme aufnehmen. Und genauso das Uran hat natürlich eine maximale Brennstoffdichte. Und dadurch wird das alles sehr viel kompakter. Ja, das ist also die Krux, dass wir hier so eine Kompaktheit erreichen, indem wir diese beiden Funktionen im Gegensatz zum Flüssigsalzreaktor wieder getrennt haben. Und der Effekt ist, dass man also hier mit einem Zehntel des Volumens auskommt, verglichen mit zum Beispiel mit Druckwasserreaktoren, wird auch erheblich kleiner als der Flüssigsalzreaktor. Und das heißt, man braucht viel weniger Strukturmaterialien. Und die sind ja so teuer. Und jetzt kommt genau der Punkt, wo wir uns immer herrlich streiten, auch mit Herrn Humpig, dass man in der klassischen Reaktortechnik ja immer nur mit legierten Stählen arbeitet oder versucht, verschiedene Stähle zu entwickeln, manchmal auch andere Materialien. Die sind aber alle sehr teuer, denn man hat ja große Kessel und auch große Strukturen, die Hüllen für die Brennelemente sind auch letztendlich große Strukturen. Hier hat man eine relativ kleine Struktur. Also nur mal ein Beispiel: von der Energiedichte würde ein Reaktor mit 3 Meter Durchmesser und Höhe reichen, um ganz Berlin zu versorgen. Und da braucht man keine riesigen Anlagen. Das ist natürlich eine hohe Energiedichte, aber das ist nicht das Problem. Man hat auch hohe Temperaturen, aber nicht so hoch, dass man es nicht mehr handhaben kann. Und jetzt werfen wir einen Blick in die klassische Industrie. Was kennt man da? Ja, da arbeitet man mit Glasschmelzen, mit Schwefelsäuren, mit allen möglichen. Und da gibt es Materialien, die das alles aushalten, aber die sind halt sauteuer, weil sie so schwer zu bearbeiten sind. Und hier können wir diese Materialien direkt einsetzen. Da muss man nur auf eins zusätzlich achten, dass es mit der Neutronenphysik übereinstimmt, dass nicht alle Neutronen weggefressen werden. Ansonsten muss es natürlich mit Uran auf der einen Seite kompatibel sein und mit Blei auf der anderen Seite. Und das ist die große Herausforderung, dieses Material zu finden, ist aber eben, wie gesagt, in der klassischen Industrie, in der nicht-nuklearen Industrie, gibt es solche Materialien. Und die haben wir hier adaptiert. Das ist jetzt vor allem das Projekt, das dann demnächst anläuft, wo wir das in Ruanda testen wollen und diese Materialien auch mit ausprobieren wollen. Gut, das ist jetzt das große System. Man kann auch das hier kurz schließen, man muss nicht immer diese Aufbereitung machen. Wenn man es macht, ist es ganz sinnvoll, die Restzerfallswärme, das heißt die kurzlebigen Spaltprodukte, vorher schon abzutrennen, damit die hier ihre Wärme abgeben und getrennt sind vom Reaktorkern. Und das ist nochmal eine getrennte Kühlschleife. Beim kleinen Reaktor ist das alles nicht nötig. Das ist jetzt also der 1500 Megawatt Reaktor, der Berlin versorgen könnte. Mit dem kleinen Modularen, der DF300, so nennen wir das, mit 300 Megawatt, brauchen wir das alles nicht. Ja, und man sieht, man kann das dann, wenn der einmal läuft, das ist der Riesenvorteil von Schnellspaltreaktoren und auch vom Dual-Fluid-Reaktor, kann man den im Prinzip in allem füttern. Nachteil, man braucht einmal zum Starten höher angereichertes Uran. Vorteil, man kann hinterher, wenn er einmal läuft, ihn füttern mit Natururan, weil er sich ja dann ständig sein eigenes Plutonium nachbrütet. Man kann sogar abgereichertes Uran, was da überall auf Halde liegt, einfüttern. Man kann auch Thorium einfüttern, denn man kann sich ja immer die optimale Mischung machen, die in diesen 1000 Grad Celsius entspricht. Und man kann abgebrannte Brennelemente vorher natürlich aufbereitet, zum Beispiel in dieser PPU, in dieser fraktionierten Destillationsanlage, kann man auch einfüttern. Und was rauskommt, sind eben nicht die langlebigen, nicht gespaltenen Stoffe, sondern nur Spaltprodukte und einige davon sogar als medizinische Radioisotope einsetzbar und eventuell weitere Spaltstoffe für weitere Reaktoren. Ja, der Rest ist bekannt, also die Schmelzsicherung. Hier ist noch eine Pumpe. Ist jetzt alles natürlich schematisch. Wir haben das natürlich schon sehr viel weiter ausgearbeitet. Aber jetzt geht es ja auch in den nächsten Jahren erstmal nur um einen Test. So, achso, ich sollte ja hier bleiben. Ach ja, hier habe ich noch frisch erzeugt einen, so ein Sketch. Ist auch jetzt aus dem CAD-System, vom DF300-System. Da wird bald auch ein Animationsfilm rauskommen, wo man das besser erkennen kann. Der Reaktorkern ist hier, zylindrisch. Man sieht hier übrigens auch dieses sogenannte Exoskelett, das sind diese Stangen hier, die pressen das Ganze zusammen, um da bei der Keramik, das ist ja dann so ein keramisches Material, eine Vordruckbelastung, also Vordruck zu haben, damit es stabiler ist. Und ja, hier ist dann der Wärmetauscher, hier geht es an die Turbinen, mehrere Kreisläufe, davon verstehe ich jetzt auch nicht so viel, aber gibt dann irgendwas mit Rekuperator und so weiter. So, und hier unten sind die Ablasstanks, die auch den Brennstoff wechseln, aber man sieht, die PPU ist hier nicht, die ist hier nicht. Und der Brennstoff kann hier von oben einmal eingelassen werden
Und mit dem Brennstoff kann das dann 25 Jahre durchlaufen. Es muss einmal in der Mitte etwa einen Brennstoffwechsel geben oder nach ein paar Jahren. Der kann aber intern erfolgen. Da muss der Brennstoff einmal hier neu gemischt werden, weil sonst die Reaktivität zu groß wird. Aber das war's dann. Es muss von außen nichts angerührt werden und er kann tatsächlich 25 Jahre so durchlaufen und kann dann meinetwegen komplett ausgetauscht werden. Also keine Bestückung, kein externer Zugriff nötig. Also damit kommt man dann schon der energetischen Nutzung erheblich näher. Ja, das wäre dann das volle 1500 Megawatt Kraftwerk elektrisch. Da sieht man, dass eigentlich das Einzige, was hinzukommt, ist noch diese PPU und das Zwischenlager. Das heißt, die PPU trennt ständig die Spaltprodukte, die ja energetisch nicht nutzbar sind, ab. Und das wird dann hier alles eingelagert. Hier unten sieht man die Ablasstanks, hier, wenn man die Schmelzsicherung öffnet. Und hier sind die Turbinen, natürlich auch nur schematisch. Und das wäre dann das gesamte Kraftwerk. Das heißt, man hat hier ein Zwischenlager gleich mit drin. Und wenn man das Ganze außer Betrieb nimmt, muss man das auch erstmal nicht mehr anrühren. Übrigens, 300 Jahre heißt nicht, dass man komplett 300 Jahre warten muss, sondern man kann nach 100 Jahren auch schon 90% der Spaltprodukte entnehmen, weil die dann auch als abgeklungen gelten. Gut, also das muss man verstanden haben, um das Dual-Fluid-Prinzip zu verstehen. Also durch dieses Gemisch oder durch diese Kombination von metallischer Kühlung und metallischem Brennstoff erreicht man diese hohe Leistungsdichte, das heißt weniger Material, das heißt man kann hochwertige Materialien aussuchen, die dann auch sehr korrosionsbeständig ist und das heißt man kann mit der Temperatur auf 1000 Grad Celsius hochgehen, muss man auch, damit der Brennstoff auch schmilzt und 1000 Grad heißt ja noch was anderes, das heißt eben sehr effiziente Wasserstoffproduktion. Also ab 850 Grad Celsius wird die Wasserstoffproduktion richtig günstig und konkurrenzfähig mit sogar mit fossilen Quellen. So, und das heißt aber außerdem noch einen hohen elektrischen Wirkungsgrad und damit insgesamt niedrige Kosten. Ja, wir haben das jetzt hier noch durchgerechnet. Der Erntefaktor, der mal rauskommt, der schnellt enorm hoch bei dem 1500 auf 200. Für den kleinen, für den DF300. Ist er natürlich nicht so effizient. Ich weiß den gar nicht jetzt genau. Daniel, du weißt den vielleicht. Der war dann bei, ich glaube, bei... Ja, genau. Ach so, ja, 2000, genau. Und bei dem Kleinen dann, glaube ich, so 800 war der, ja. So, damit sind wir wieder zurück zum Erntefaktor. Und ja, was das nun bedeutet für die Industrie, für... Die Wirtschaft, das ist schwer abzuschätzen, aber als Beispiel, die Erfindung der Dampfmaschine war ja im Grunde nur eine Verbesserung des Wirkungsgrads von, ich glaube, 0,5% damals, also von James Watt, die Erfindung, auf irgendwas ein bisschen über 1%, vielleicht auch 2%. Also diese kleine Verbesserung hat letztendlich die industrielle Revolution ausgelöst und was jetzt ein hocheffizientes Energiesystem für die Industrie bringt, vermag ich auch nicht abzuschätzen. Das dürfte jedenfalls eine Menge bringen. Ja, hier sind die verschiedenen Anwendungen noch und auch die Sachen, die wir ausgerechnet haben, was sich dann für bei der Treibstoffproduktion zum Beispiel im Vergleich zum Kilometerpreis für Kosten ergeben. Und tatsächlich kann das sogar mit der Elektromobilität konkurrieren, wenn man Hydrazin-Brennstoffzellen einsetzt. Also Hydrazin aus Kernkraft hergestellt. Man muss ja nicht immer eine Wasserbrennstoffzelle einsetzen, es gibt auch Hydrazin-Brennstoffzellen. Und damit hätte man tatsächlich Kosten von weniger als 1,5 Euro Cent pro Kilometer und Reichweiten eben nicht wie beim Elektroauto heute von nur 100 Kilometern oder wie weit das reicht, sondern 1000 Kilometer, also wie beim Benziner. Na gut, jetzt komme ich hier schon langsam zu den Visionen. Also das ist, sind noch Aussichten, was man dann mit alles erreichen kann. Das will ich jetzt hier gar nicht so ausführlich machen. Mit Hydrazin kann man auch, öffnet sich auch eine völlig neue Dimension der Raumfahrt, weil man eben mit Hydrazin nicht nur Gefährte antreiben kann, sondern auch elektrisch sehr leicht Strom erzeugen kann. Das hat man ja auch bei den ersten Raketen mit Hydrazin so gemacht. Und natürlich gibt es durch Stickstoffverbrennung hier auch neue Möglichkeiten. Also die ganzen Möglichkeiten, die man durch eine billige Treibstoffproduktion erhält. Bloß warum hat sich das jetzt nicht durchgesetzt? Auch Weinberg hat das bemängelt. Weinberg hatte das Problem, dass die Idee offenbar, das ist jetzt hier auf Englisch, ich habe es glaube ich auch auf Deutsch, genau,
ja, dass eben das System doch zu verschieden war von dem, was man vorher kannte. Also man war es gewohnt, die festen Brennelemente zu verwenden und jetzt mit Flüssigkeiten zu hantieren, das war wohl vielen nicht so geheuer. Und entsprechend hat er sich hier so geäußert, dass die Moral zu ziehen ist, dass eine Technologie, die sich zu sehr von der bestehenden Technologie unterscheidet, keine einzige Hürde zu überwinden hat, ihre Machbarkeit zu demonstrieren, aber die noch größere, einflussreiche Individuenorganisationen, die intellektuell und emotional einer anderen Technologie gebunden sind, davon zu überzeugen, dass sie den neuen Weg gehen sollten. Und deshalb, ja gut, das Projekt wurde eingestellt, es war aber erfolgreich und das gibt jetzt halt alles im Archiv und man kann darauf aufbauen. Damit danke ich erstmal, vielen Dank und weise nochmal auf das Buch hin. Und wenn noch Fragen sind, gerne. Ich komme mal wieder nach vorne, ja. Ja, jetzt. Ja. Ja, vielen herzlichen Dank für den spannenden Vortrag. Ich würde gleich das Wort Stefan Brandner geben. Ich habe auch eine ganz kleine Frage. Was würde denn oder wie viel von diesen 1500er Reaktoren würden wir denn in Deutschland brauchen, um auch diese grüne Wasserstofftechnologie, die wir ja quasi produzieren wollen, die ja jetzt auch geplant ist, einzuführen. Und du hast ja jetzt gerade von dieser Pfadabhängigkeit von Technologie gesprochen. Was steht denn diesem Pfad in Deutschland entgegen? Und genau, als nächstes würde Stefan. Okay, gut. Ich meine, ein Einstieg ist natürlich mit einem Reaktor möglich, klar. Jetzt bei dem Bedarf ist es ja so, dass Deutschland, glaube ich, ein Drittel oder Daniel hat sicher genauere Zahlen, importiert wird, vielleicht auch so die Hälfte, ich weiß nicht, und der Rest wird selbst hergestellt. Wir hatten uns eigentlich für Wasserstoff auch was Spezielles ausgedacht. Man würde man kann das auch noch mehr skalieren. Also man kann auch einen 30 Gigawatt Reaktor bauen, der natürlich dann nur thermisch arbeitet und da eine völlig getrennte Herstellung oder Fabrik machen für solche, ja, für Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe. Und da würde eine Großanlage dann genügen, um ganz Deutschland zu versorgen. Ja. Aber das wäre natürlich dann eine Großanlage. Jetzt in diesen 1500er Reaktoren, wobei ja jetzt die thermische Energie zählt, also 3 Gigawatt sind das dann, wären es entsprechend dann so ein Dutzend solcher Reaktoren. Und das war noch ein zweiter Teil der Frage, oder? Nein, oder war es das ja? Die Fahrtabhängigkeit. Ach so, ja, das habe ich nicht ganz verstanden. Also du meinst die... Also der Weinberg, der das ja ursprünglich sozusagen, auf dem das aufbaut, hat ja gesagt, gut, der damalige Kreislauf war ja, man wollte halt spaltfähiges Material für wahrscheinlich Atomwaffen haben. Und darum hat man sich für diese andere Variante entschieden. Bei dieser Variante, so habe ich es jetzt verstanden, korrigiere mich, wenn das falsch ist, geht es nicht darum sozusagen, also ist das nicht dual-use-fähig, was ja auch im Zweifel ja auch spannend wäre für Entwicklungsländer, weil es dann zum Thema Proliferation ja gut ist. Ja. Was wäre so ein Testreaktor denn in Deutschland möglich gewesen? Aber ich will jetzt nicht eine Frage wegnehmen. Ich wollte mal korrigieren, der Natriumgekühlte war jetzt nicht überwiegend in die militärische Anwendung, aber es war immer der Hintergedanke auch, dass man damit ja gut brüten kann und man ist ja anfangs, zunächst hat man ja die Bomben mit Uran gebaut, ist dann zu Plutonium übergegangen, das hat auch seine Schwierigkeiten und dann ist man jetzt inzwischen wieder bei Uran und inzwischen ist das auch komplett entkoppelt, das heißt, man ist eigentlich nur noch, es geht nur noch um die Zentrifugen, also wenn zum Beispiel beim Iran darauf geachtet wird, dass die Reaktoren bauen, kein Problem, aber bei Zentrifugen guckt man genau hin, denn man kann sich damit dann Uran anreichern und das ist jetzt für eine Bombe bei der Anreicherungsmethode effektiver. Und man würde das nur so machen und damit sind die Probleme Bombenherstellung und Reaktorbau völlig entkoppelt. Ja, das ist also heute eigentlich kein Thema mehr. Man kann es natürlich theoretisch immer noch machen, bloß man müsste dann zivile Reaktoren ziemlich umbauen. Und Natriumgekühlte ist dann, würde man heute auch nicht so einsetzen. Man müsste ihn dann umbauen, um da jetzt speziell ihn auf Brüten zu tunen. Ja.
Also das ist dann rein ziviler Pfad tatsächlich, und tatsächlich ist der Dual-Fluid-Reaktor ja auch nur eine zivile Anwendung. Man könnte sich jetzt denken, bei dem ganzen Rohrsystem, ja, da kann man ja irgendwo sich vielleicht so eine Art Hahn ran, so einen Zapfhahn ranmachen und dann sein Plutonium abzapfen. Aber das ist nicht so einfach möglich, denn wenn man ihn mit, selbst wenn man ihn mit Bombenplutonium füttert, ist das nach kurzer Zeit so kontaminiert durch höhere Isotope, dass das nicht mehr bombenfähig ist. Das heißt, eigentlich ist er sogar ein Bombenmaterialvernichter in dem Sinne. Gut. Ja. Ich habe jetzt auch nur eine ganz kurze Wissensfrage. Wir müssen ja hier vorne nicht alles blockieren. Ich sehe schon die vielen kleinen Kernphysiker, die heute hier entstanden sind. Die haben auch natürlich Fragen. Aber keiner hat gedaddelt. Ich habe mal genau geguckt. Eine Stunde hat keiner gedaddelt. Das ist ja schon, das spricht für den Vorteil. Ich habe eigentlich nur eine Frage. Ich komme ja aus Ostthüringen und da war ja Wismut, da war ja auch Uranabbau. Das ist alles zugemacht worden. Wir haben jetzt die Entsorgung gesprochen. Wir haben die Frage beantwortet, wie lange ist Vorrat auf der Erde da? 500.000 Jahre bis 50 Millionen Jahre. In Deutschland, wie sieht denn der Vorrat in Deutschland aus? Ich habe dieses ehemalige Gelände da vor ein paar Monaten mal besichtigt und da sagte mir so ein ehemaliger Kumpel, der da mit abgebaut hat, wir haben in Ostthüringen 70.000 Tonnen erkundetes Uranmaterial. Ja. Da kann ich jetzt nichts mit anfangen. Also wenn wir uns selbst versorgen müssen. Die leicht zugänglichen Vorräte sind natürlich dann auch erschöpft irgendwann. Das ist ja ähnlich wie bei Kohle oder ähnlichem, wenn man so ein bisschen, am Anfang reicht es so ein bisschen zu buddeln, auch bei Erdöl gerade, ne? Und dann spritzt es raus beim Erdöl. Und jetzt ist es halt nicht mehr so, aber dann wird es halt teurer. Ne? Dann muss man tiefer bohren oder tiefer buddeln. Und das ist dann genau das, was ich gesagt hatte. Die Vorräte sind auch für Deutschland praktisch unerschöpflich, weil Deutschland ja auch Zugang zum Meerwasser hat. Das heißt, wenn das dann irgendwann das Uran aus dem Meerwasser extrahiert, wird es halt teurer, aber es ist dann auch praktisch unerschöpflich. Beruhigt. Aber die Frage, die jetzt der Stefan gestellt hat, war ja, er hat gesagt, es gäbe 70.000 Tonnen erkundet sozusagen. Was wäre das für eine Menge? Wie lange könnten wir? Ja, dann müsste man jetzt rechnen. So, ich kann ja die Folie nochmal. Hier war ja der Uranverbrauch. Ja, also ungefähr. 50. Ja, das klingt nur noch ein paar hundert Jahren. Gut, okay. Daniel, du hast der Rechenautomat jetzt hier. Ein paar hundert Jahre, ne? Okay. Vollversorgung. Ja. Länger als eine Legislaturperiode. Ja, genau. Christopher, weißt du sozusagen an, wer Frage stellen darf? Machst du das, ja? Gut. Ja, ich habe eine Frage. Ich habe auf einer der Folien gesehen, Patentschutz seit 2011, ne? Ja. Internationaler. Jetzt bauen Sie da eine Anlage in Ruanda. Richtig. So, wenn ich so richtig informiert bin, hat man Patentschutz 20 Jahre. Also Sie haben wohl noch 10 Jahre Zeit, um das Ding. Ja, müssen wir uns beeilen, ne? Ja, das soll ich mal wissen. Nee, also das ist ja das. Ja, das ist ja das Basispatent. Und da gibt es natürlich noch eine ganze. Wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren schon oder vor wenigen Jahren diesen speziellen Patentschutz für diese spezielle Metallmischung, die in den Reaktorkern kommt. Und das sichert das dann weiter ab und genauso wird es jetzt noch eine ganze Patentfamilie dann geben. Das wird erweitert. Klar, das hat man nicht so berücksichtigt. Es gibt ja zum Beispiel beim Patentschutz bei Pharmapatenten dann nochmal 2 Jahre extra obendrauf, weil die ja so lange testen müssen. Bei Nuklear hat man daran nicht gedacht, wahrscheinlich weil auch nicht jeden Tag ein neuer Reaktor erfunden wird. Aber das ist jetzt tatsächlich relevant hier, dass das Basispatent dann irgendwann auslaufen wird. Das ist richtig. Aber wir sichern uns da ab. Also da muss man jetzt keine Sorgen haben. Das gibt ja noch genug andere Hürden zu überwinden. Ja, genau. Weitere Fragen? Handel. Wir haben ja in Berlin eine ökosozialistische Regierung, auch mit der 90er. Sagen wir. Und wir wollen immer, wir sagen, wir wollen in Berlin diese Leitner und Otto Hahn haben das hier angefangen, wir wollen hier eigentlich zurück zur Kernforschung und zur Kernenergie. Was würden Sie sich denn wünschen? Sie haben vorhin gesagt, glaube ich, man einen Reaktor würde reichen, in Berlin quasi voll zu versorgen. Was müsste man machen, um quasi hier die Kernenergie in Deutschland zu revitalisieren und mit Berlin anzufahren? Naja, wir setzen ja auf den Effekt, dass man es einfach vorführt. Was müsste da passieren? Ja, das ist ja natürlich eher eine politische Frage, aber das Beste ist es, das vorzuführen. Also ich meine, das passiert ja schon. Das ist ja jetzt so eine Renaissance wirklich zu beobachten. Und auch in Deutschland wird man merken, dass man irgendwann allein da steht. Und selbst bei dieser Klimadiskussion, ob man nun daran glaubt oder nicht, das wird ja unglaubwürdig irgendwann, wenn man die Kernenergie dann als Lösung ablehnt.
Aber gleichzeitig sagt der Klimawandel ist so gefährlich, dass wir alle sterben werden. Aber nun sind ja noch nicht an der Kernenergie so viele Leute bisher gestorben. Dann wäre das ja doch immer noch harmloser. Also deswegen zieht das Argument das einfach nicht. Das ist ja unser Standardtext. Ne? Ja. Was würden Sie erwarten von uns, dass wir einen Antrag einbringen? Wir wollen so. Berlin Ja, nee, da kann man, das wird schwierig, da kann ich auch nichts zu sagen. Also einfach immer wieder machen, immer wieder auf die Fakten hinweisen. Man muss ja eins bedenken, die Erfahrung habe ich tatsächlich jetzt in den letzten 10 Jahren so häufig gemacht, dass die Argumentation bei den Kernkraftgegnern, die sind sehr schwach, die sind stehen geblieben auf dem Level der 80er Jahre und kommen da mit uralten, längst widerlegten Argumenten. Das ist so leicht, wir haben mal eine Webseite 100 gute Antworten gemacht, als Reaktion auf eine Webseite 100 gute Gründe gegen Kernenergie. Das hat irgendwie jemand mal gemacht und das war so ärgerlich, was sie da geschrieben haben. Und wir haben wirklich, wir sind alles durchgegangen und haben dann eine Gegenseite geschrieben, die das wunderbar alles widerlegt. Und da kann man sich aus diesem Fundus bedienen. Die Seite hat jetzt Nuklearia übernommen, dieser Verein, der sich für Kernenergie in Deutschland einsetzt. Und die wollen das demnächst ausbauen. Also da einfach argumentativ. Sie könnten im Grunde aus jedem Argument von diesen 100 guten Gründen einen Antrag noch schreiben. Jetzt kann ich das Argument für den Antrag, wie kommt man zu diesem Reaktor in den nächsten 20 Jahren in Berlin? Ja, also die Frage kann ich letztendlich nicht beantworten. Nur eben durch beharrliches Erwähnen dieser Gründe. Christopher, am Flipchart war auch eine Frage. Wer war das? Am Flipchart hat sich jemand gemeldet? Yvonne, warst du das? Ich sehe da niemanden, aber sonst Herr Amat und dann Herr Holm und dann Herr Dies. Herr Amat. Wer? Herr Amat. Ja, Prognosen sind ja immer etwas schwierig, die Zukunft zu treffen. Ich glaube, das ist hier auch zu meiner Rechten die Frage hin, sagen wir mal fiktiv angenommen, Sie haben jetzt entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt. Sie sagen, Sie brauchen noch mehr Ressourcen, bitte kriegen Sie hier, legen Sie mal los. Was würde so ungefähr Ihr Fahrplan sein, dass Sie sozusagen die Schallmauer durchbrechen können, dass Sie wirtschaftlich funktionsfähige Reaktortypen produzieren können? Wir haben ein detailliertes Programm ausgearbeitet. Das war eigentlich die Frage, die mich aus Ihrem Nicken. Okay, nein, da haben wir ja schon einen Fahrplan ausgearbeitet. Das findet man auch auf unserer Webseite. Das ist so eine Art 10-Jahres-Plan. Wir hatten einmal so einen Schwenk gemacht. Wir hatten am Anfang den Plan, das ganz regulär oder eher so regulär zu entwickeln durch Materialtests und dann so Schritt für Schritt vorzutasten. Wir haben jetzt ein Programm, das nennen wir Prometheus-Programm. Das ist ein bisschen angelehnt an das Apollo-Programm, wo man ja auch parallel getestet hat. Es gibt ja zwei Arten, etwas zu entwickeln, die Top-Down-Methode und die Bottom-Up. So, Top-Down ist, man sieht das im Moment sehr gut am Artemis-Programm der NASA. Die haben alles für über 10 Jahre durchgeplant, jede Schraube, und jetzt gerät das Programm bereits ins Stocken. Und die Kamikaze-Methode, das ist Bottom-Up, das führt der Elon Musk gerade vor mit SpaceX. Im Grunde das gleiche Ziel, Lasten zum Mond zu transportieren. Und die Bottom-Up-Methode ist da sehr viel erfolgreicher. Es geht halt öfter mal was kaputt. Gut, das sollte bei Kerntechnik, sollte man da vorsichtig sein. Aber das könnte in dem Fall heißen, es geht ein Reaktor zu Bruch. Es kann ja nicht explodieren, aber es kann mal was zusammensacken oder irgendwas nicht so gewünscht laufen. Und das muss man halt mit in Kauf nehmen. Und so war ja auch am Anfang der Kerntechnik die Entwicklung. Man hat es einfach gemacht. Man hat aber mit Sachverstand gesehen, ja, das machen wir besser nicht. Aber so konnte man sehr schnell diese ganzen Reaktortypen in den 40er Jahren entwickeln. Heute geht das nicht mehr, weil man ja für alles erstmal 10 Jahre auf eine Genehmigung warten müsste. Ja? Und das hat uns ja auch letztendlich überzeugt, in Kanada zwar den regulären Weg noch zu gehen, aber auch gleichzeitig in Afrika den Demonstrationsreaktor zu entwickeln. Denn die Genehmigung, das ist leider auch nicht anders als in allen anderen OECD-Ländern, dauert 5 Jahre, hat man uns gesagt, mindestens für ein einfaches Experiment. Für ein einfaches Experiment, nur die Genehmigung. Also so ein kleiner Reaktor, der nur kritisch werden soll und kostet mehrere zig Millionen Euro Genehmigungsgebühren allein. Ja, und das ist ja das Minimum, da kann man sich gleich verabschieden. So, der Fahrplan ist jetzt tatsächlich dieses Apollo-Programm, also dieses Prometheus-Programm. Und wir hoffen, dass wir dann in den frühen 30er Jahren in die Vorbereitung der Serienproduktion gehen. Das war die Dame rechts neben der Alexandra. Ist das eine Wortmeldung gewesen? Ja. Das war die Dame von dem Flipchart, ne? Ja, ja, das haben wir sie wiedergefunden. Aha. ich habe eine
Thema. Es ist alles völlig verblendet und verblödet. Ich hätte gerne das, was mir heute gesagt wurde, das wäre so mein Wunsch, mal in etwas einfacherer Form, dass man das mal auch in Grundschulen, in Oberschulen mal anbieten kann. Also die sind ja alle von ihren Eltern gepolt, mit den typischen alten Slogans, die ja alle widerlegbar sind. Ich hätte sowas gerne mal in einfach, vielleicht kann man das als AfD auch mal machen, also Bildungsprogramm, Initiative, um mal die Jugend auch anzupacken und nicht nur... Komik, ja. Ich würde mal ganz kurz was sagen. Genau. Genau. Liebe Yvonne, kleiner Hinweis quasi. Wir haben in der letzten Legislaturperiode quasi eine Broschüre entwickelt, die heißt Weiter Horizont. Wir haben dort versucht und haben das aus meiner Sicht auch sehr gut geschafft, ein relativ komplexes und relativ kompliziertes Thema, zwar fachlich richtig, aber allgemeinverständlich darzustellen. Und da würde ich dich einfach bitten, dir mal so eine Broschüre Weiter Horizont zu Gemüte zu führen. Ist alles drin. Also der wird natürlich auch der derzeitige Zustand beschrieben, aber eben auch eine Aussicht, wo wollen wir denn einfach hin? Welche Energieträger sozusagen eignen sich eben auch zur Herstellung von synthetischen Kraftstoffen? Und bei meinen Veranstaltungen, wenn ich über Flüssigbrennstoffreaktoren, jetzt nicht nur den Dual Fluid, aber eben auch den Dual Fluid spreche, dann sage ich, wir könnten dorthin kommen, das, was die Grünen wollen, vermeintlich wollen, dass wir alle fossilen Brennstoffe eigentlich, oder so gut wie alle fossilen Brennstoffe, in der Erde lassen können, weil wir sie einfach nur mit einer wahnsinnig günstigen und fast unerschöpflich zur Verfügung stehenden Menge an Energie einfach selber herstellen können. Wir können mit einer hohen Menge an Energie, die auch noch günstig ist, kannst du eigentlich alles machen. Du kannst die Wüste begrünen, wenn du das willst. Gut, dann würde es wahrscheinlich weniger regnen in Amerika, weil die meisten Wolken, die in Amerika ankommen, die ganzen Wirbelstürme eigentlich durch Sahara-Stürme ausgelöst werden, aber wie auch immer. Ist ja egal. Aber wie gesagt, mit einer günstigen Energie und die auch noch fast unerschöpflich zur Verfügung steht, kannst du alles machen, was du willst. Kreislaufsysteme und so weiter und so fort. Darf ich auch noch was dazu sagen? Ich habe auch gemerkt, dass in Schulen und auch Universitäten das Thema wahnsinnig gut ankommt, weil die das nie durchnehmen. Und ich hatte auch letztes Jahr im Försterstern, war der im Planetarium, einen Vortrag. Da waren Physikstudenten drin, die nehmen das auch im Physikstudium kaum noch durch. Also ein Kernreaktor funktioniert oder wie die Kernspaltung funktioniert. Und die waren wahnsinnig interessiert. Ich wurde gleich darauf von einem Lehrer eingeladen, an der Schule vorzutragen. Ja, und das heißt, ich hatte es auch schon mal gemacht, das Interesse ist wahnsinnig groß, einfach weil es in der Schule gar nicht mehr behandelt wird. Ja, das wollte ich noch ergänzen. Ja, ich wollte noch mal zu den Zeiträumen zurück. Wie lange dauert es? Wir gehen ja alle davon aus, dass die AfD bald regieren wird. Und wir wollen ja zurück und dann ist die Frage, wie lange dauert es? Also wie lange dauert es noch bis zur Marktreife? Also wann macht der TÜV seine Plakette drauf? Könnt ihr hier einsetzen? Und wie lange dauert es dann, wenn man sozusagen die Serienreife hat und sagt, ich will jetzt so ein Ding hier hinsetzen? Also von der Planung, Konzeption, Bau, bis so ein Ding in Betrieb gehen kann, dass man mal so... Ja, das ist so ein 10-Jahres-Zeitraum etwa, also natürlich ein bisschen mehr. Wie gesagt, in 10 Jahren etwa dürfte die... Vorbereitung, da muss man ja nochmal eigene Maschinen entwickeln, der Serienproduktion beginnen. Und bis dann das wirklich im Markt anläuft, können das auch 12, 13, 14 Jahre sein. Man kann das natürlich immer verkürzen durch so eine Parallelentwicklung, dann wird es überproportional teuer. Aber ja, so 10 Jahre kann man jetzt so als Messlatte mal setzen. So lange wird es dann schon wahrscheinlich dauern, bis wir vielleicht den ersten Reaktor verkauft haben. Ja. Ist übrigens kein Geheimnis, wir haben das in unserem White Paper auf der Webseite auch. Das kann man runterladen unter Media und da ist das beschrieben. Entschuldigung. Ich hätte eine Frage, dass Sie noch Schokoladentafeln. Ja. Da haben Sie jetzt ziemlich anschaulich dargestellt, dass der Großteil der atomaren Teile oder der Spaltprodukte der Schmelzer fällt und am Ende nur ein kleiner Rest bleibt, der 200.000 Jahre toxisch ist. Meine erste Frage ist, wie kann man sich diese Toxizität denn tatsächlich vorstellen? Also 20 Gramm oder so scheint ja
der Weg sein, das ist das, was man als einzelner Bürger oder also als einzelne Person in seiner Zeitspanne produziert oder übrig lässt. Aber was hat das tatsächlich für Auswirkungen? Also das ist für mich einfach nicht konkret, ich kann mir darüber nichts richtig vorstellen. Ja. Und die zweite Frage ist, kann man das auch tatsächlich reduzieren? Also könnte man auch sehr anschaulich beschrieben, wie die Entwicklungen sind. Allerdings kann ich mir auch bleibt bei mir die Frage, wie wahrscheinlich ist es und wie rasch wird man dazu kommen, dass man einen Reaktor bauen kann, der noch weniger als 20 Gramm übrig lässt. Und drittens, eine ganz praktische Frage, wie nachhaltig werden die Schäden sein, die Beendigung der atomaren der Kernenergie hier in Deutschland hat, die die Grünen eingeführt haben. Ist es tatsächlich so, dass wenn man das alles runterfährt, dass man in 20 Jahren es gar nicht mehr hochfahren kann oder in 10 Jahren oder in 5 Jahren mal die AfD an die Regierung kommt? Ja. Oder ist das nur noch ein Hobby? Ja gut, zum Letzten muss ich sagen, ich bin kein Druckwasserreaktorexperte, aber es gibt ja diese Theorie mit diesen gespülten und säuregespülten Rohren, das kann man auch, man kann alles rückgängig machen. Es wird dann bloß halt immer umständlicher. Also man kann auch, wenn man komplett ausgestiegen ist, ich meine, wenn alles abgebaut ist, dann muss man sie halt neu bauen und muss die ganzen Techniker auch neu aufbauen, das heißt, die müssen erstmal studieren, das heißt, irgendwo gibt es dann auch einen Fadenriss, aber es dauert halt dann immer länger. Deswegen, also rückgängig machen kann man irgendwie alles. Jetzt zu den Abfällen, ja, das ist halt, was von Strahlenwirkung bekannt ist. Wir sind da sehr konservativ vorgegangen bei der Berechnung. Das ist natürlich immer noch eine Niedrigdosis Strahlung und das über einen längeren Zeitraum gerechnet, ist dann eine theoretische Wirkung auf den Organismus, sagen wir mal, es drückt sich am Ende immer aus in so und so viel Prozent erhöhtes Krebssterberisiko. So, das ist so das Maß immer, dass man auch von den Atombombenabwürfen zum Beispiel die Daten, die man auch daraus gewonnen hat, indem man auch das Beste daraus gemacht hat hinterher und wenigstens analysiert hat, woran sind die Leute gestorben. Und da hat man so eine Formel entwickelt. Und daran misst sich die Schädlichkeit radioaktiver Strahlung oder ionisierender Strahlung. Und das ist aber alles eher so im Niedrigdosisbereich, bis auf diese Spaltprodukte, die sind am Anfang sehr stark radioaktiv. Und natürlich, wenn man damit jetzt, sagen wir mal, direkt kuschelt, gleich am Anfang, dann kann das passieren, was den, ja, den ersten Feuerwehrleuten vor Ort da in Tschernobyl oder es waren sogar die Arbeiter vor Ort passiert ist, die dann diese Graphitblöcke direkt angefasst haben. Dann gibt es halt die berühmte Strahlenkrankheit, die dann auch innerhalb von wenigen Wochen zum Tod führen kann. Alles andere sind dann eher statistische Schäden, die man eigentlich kaum erfassen kann. Und man weiß auch wirklich sehr wenig über Niedrigstrahlung, über Niedrigdosis. Das sind alles so Vermutungen und Extrapolationen. Und diese Standardextrapolation, die führt dann halt dazu, dass das trotzdem noch, wenn man es unters Bett legt, wie gesagt, nach ein paar Jahren Abklingzeit, dann langfristig nicht das Krebsrisiko erhöhen sollte. Letztendlich, das Endlager heißt ja, es gibt zwei Komponenten, die gefährliche, die schnell zerfällt, die strahlt am Anfang sehr stark und danach ist eben die schwachstrahlende, also die blödesten Abfälle sind halt die, die so mittelschnell zerfallen, weil die dann gerade noch genug strahlen, dass man dann eben auch nach 100.000 Jahren noch die Strahlung messen kann. Aber irgendwann geht das im Untergrund unter. Und jetzt kommen, das sind alles Modellrechnungen, wo man dann sagt, naja gut, wenn einer sich jetzt die ganze Zeit daneben auffällt und das Zeug irgendwie, weiß ich nicht, ständig damit kuschelt oder das sogar isst, das Plutonium, ich weiß nicht, ob man das überhaupt hinkriegt, dann entsteht ein theoretischer Strahlenschaden und man überschreitet Grenzwerte, so. Und allein auf diesen Modellen basieren dann die ganzen Annahmen. Zum Beispiel bei der Asse, man holt das alles nur deshalb raus, weil ein Grenzwert, dieser genau so eine theoretische Beschreibung, knapp gerissen wurde. Und deswegen muss alles für Milliarden wieder hochgeholt werden. Also dieser Wahnsinn herrscht davor. Das hat mit vernunftbasierten oder sagen wir mal evidenzbasierten Strahlenschutz überhaupt nichts zu tun. Das ist reine Politik. Der Dieter wollte. Ach so. Ich habe zwei Fragen. Erste Frage war ja eben von dieser Zeitschiene, 10 Jahre die Rede, in der sagen wir mal, die Entwicklung so halbwegs bis zur Marktreife passieren könnte, vielleicht auch 12, 13, je nachdem. Erstmal das Szenario, in Deutschland kommt die AfD relativ schnell
in eine entsprechende Funktion, sodass wir hier Dinge steuern können. Wenn die AfD für Randbedingungen in der Forschung mit vollster Unterstützung finanziell und in jeder anderen Weise sorgen würde, ließe sich dieser Zeitraum dadurch verkürzen, wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, ich glaube, was vorhin worauf abgezielt wurde, eine Art Lehrfilm für Schüler geeignet, zumindest in Gymnasien. Das wäre, glaube ich, doch noch etwas anderes als eine Broschüre. Denn wir kennen ja, solche Schülerverhalten lesen ist sowieso nicht beliebt. Und insbesondere, wenn es sich dann auch um wissenschaftliche Dinge handelt, dann kommt sehr schnell der Satz zu tragen, too long to read. Also man lässt sich doch sehr viel lieber berieseln von einem nett animierten Filmbeitrag, den man auf allen möglichen über WhatsApp verschicken kann, meinetwegen, oder in einem Art Lehrfilm in den Schulen sehen könnte oder notfalls auch bei YouTube nachgucken kann, was auch immer. Hätten Sie eventuell die Möglichkeit oder die Kapazität frei, zusammen in einer Zusammenarbeit mit einem Nehme ich jetzt gleich mit, dass wir das aus Fraktionsmitteln machen. Und wir müssen bloß jemanden finden, der das animiert, quasi. Also letztendlich müsstet ihr sowas wie ein Drehbuch, aber das kann ich ja mit Daniel machen. Drehbuch, und dann muss es ein Kurzfilm sein. Animiert mal am besten, ne? Animiert geht immer am besten, also das guckt man sich auch gerne an. Ja, nehme ich gleich mit, also für die nächste AK-Sitzung. Sehr gut. Wir helfen gerne wissenschaftlich, ja. Also, ja. Aber der erste Teil der Frage noch. Ja, also, das war jetzt, ob in 10 Jahren, hier, ach so, in Deutschland, ja, also ich meine, die Hoffnung, dass sich jetzt in den nächsten 5 Jahren das so radikal ändert, ist jetzt immer noch gering. Man merkt ja, dass sich was ändert, deswegen ist das so ein rein theoretisches Szenario. Gut, wir haben uns jetzt für Ruanda erstmal entschieden, aber natürlich, wenn das jetzt hier so grollen wird, dass man das hier machen kann und das Atomgesetz geändert wird und auch dann die ganze Stimmung so ist, dass das auch unterstützt wird, so ist das ja tatsächlich in Ruanda, können wir das natürlich überlegen, das ist klar. Aber das ist wirklich hypothetisch. Also das, obwohl ich diesen Stimmungsumschwung schon merke, da tut sich einiges. Ja. Man merkt ja, 2/3 sind eigentlich auch der Bevölkerung, sind für eine Fortsetzung der Kernenergie auch was Neues auszuprobieren. Aber das ist in der Politik offenbar noch nicht so richtig angekommen. Und hier ist es angekommen offensichtlich. Und es könnte sein, dass das natürlich in ein paar Jahren dann auch mal so kippt. Ja, denkbar ist es, aber Cool. Also es war jetzt keine politische Frage, wann es gibt, ob es gibt, das ja. wäre... Ja, wenn, dann natürlich Punkt. Gerne, ja. Aber die Frage war mehr unter idealen Forschungsbedingungen, mit idealer Unterstützung, ja, natürlich. Mit Beschleunigung von Prozessen, ja, lässt sich dann unter solchen Bedingungen das Ganze... Ja. Deutschland hat ja zum Beispiel immer noch viel. Es gibt ja viele, gerade diese mittelständischen Betriebe hier, die sind wirklich Gold wert. Da gibt es eine Expertise, die findet man nirgendwo. Allein diese ganzen Keramikhersteller. Und natürlich ist das hier eine ganz andere Infrastruktur. Und ja, das schafft schon ein anderes Klima, wenn man direkt in Kontakt steht und in räumlicher Nähe zu sowas ist. Aber die sonstigen Bedingungen sind halt so, dass das wahrscheinlich hier von den Behörden nicht so gerne gesehen wird, sage ich mal so. Obwohl nicht die Behörden jetzt, da haben wir auch oft Freunde, die das auch toll finden, aber es ist dann letztendlich die Politik, die eine Hand drauf hält. Hatten wir da hinten noch? Wieder. Ich habe da eine kleine Frage, warum hier das Punktum zum Abfall gerechnet wird, weil seit Jahrzehnten arbeiten die Leitfaller Reaktoren mit Bischofsiedbrennelement, sprich 8% Plutonium und 92% Uran 238. Und da wird das Plutonium jetzt zum sukzessive vereint. Ja. Und deswegen dürfte ja eigentlich beim Abfall wahrscheinlich auf Dauer gar keine Plutonium übrig bleiben. Ja, nee, ist ja richtig. Also ich würde es auch nicht zum Abfall rechnen. Aber es ist halt das, was da erstmal so rauskommt und das dominiert halt das geologische Endlagerproblem, wenn man die Brennelemente so nimmt und was ja völlig unsinnig ist, die dann so einmottet. Ja, und genau das. Aber ja, das ist völlig unsinnig. Ja. Ja. Aber nur wenn man diesen Unsinn eben annimmt, dann sieht es so aus. Ja, und dann ja. Okay.
Ich würde also Herr Dietz und dann. Also wir reden ja immer so jetzt von Zeiträumen von 10 bis 15 Jahren. Die Frage ist jetzt für mich, wie ist die Finanzierung sichergestellt? Ist das alles in so einem grünen Bereich oder könnte da solche Finanzierung irgendwas noch schief gehen? Ja. Also wir haben. Die Zahlen kann ich jetzt ja nennen. Wir haben die Finanzierungsrunde genau jetzt eröffnet. Das war eigentlich dieser Auftakt, die Pressekonferenz in Ruanda. Und wir wissen, dass wir für die Durchführung dieses CDE, des kritischen Demonstrator-Experiments, 70 Millionen Euro brauchen. Und für ein Experiment, ja. Naja, es wird ein Experiment. Man muss ja bedenken, das ist ja mit Bau einer Halle und den ganzen Zubehör und die ganze Technik drumherum, das ist schon ein großes Experiment. Der Reaktorkern selbst, wer will, kann es gerne mal im Büro in Berlin-Wedding besuchen. Dort haben wir bereits die Rohre, mehr oder weniger, die wir im Reaktorkern benutzen wollen. Und ja, genau. Das Modell ist schon wieder ein bisschen veraltet. Wir haben da auch ein Plexiglas-Modell, aber inzwischen haben wir das noch optimiert und die Original-Keramikrohre sehr dicht an dem, wie man es im Reaktor verwenden könnte, lassen sich fertigen. Und ja, es geht dann halt noch um die gesamte Reaktorkernfertigung. Das ist jetzt da das Kernstück, das Herzstück. Aber das Ganze drumherum ist natürlich konventionelle Technik, die ist auch nicht billig. Eine Argonversorgung, vielleicht eine heiße Zelle und ähnliches, das kostet alles schon viel Geld. Ja. Und natürlich das Ganze auch noch remote. Man muss da immer hin und zurück und Sachen transportieren. Also das läuft letztendlich auf 70 Millionen, ist ein Puffer mit drin. Aber und die Finanzierungsrunde, das sieht sehr gut aus. Da haben sich schon einige Investoren gemeldet. Das wird auch jetzt wieder nach unseren Wünschen hauptsächlich von privaten Investoren getragen. Wir wollen gar keine staatlichen Mittel mehr haben. Wir hoffen, dass wir dann demnächst diese Finanzierungsrunde abschließen. Aber wer sein Geld loswerden will, gerne zu uns. Also geschlossen ist die Runde noch nicht. Ja, dann würde ich sagen, vielleicht noch zwei Fragen, aber erstmal. Genau. Du hast ja in deinem Vortrag unter anderem gezeigt, dass wir letztendlich auch radioaktive Reststoffe, so nennen wir sie ja eher, hochradioaktive Reststoffe, kein Abfall, lagern. Und da wapperte auch mal so eine Zahl bei euch über die Seite, oder nicht bei euch auf der Seite, aber durchs Netz sozusagen, wie lange denn, wenn der Stromverbrauch oder sag ich mal der Energieverbrauch so bliebe, wie er jetzt ist, und letztendlich diese radioaktiven Reststoffe jetzt mit dem neuen, für das neue Verfahren genutzt würden. Ja. Wie lange denn sozusagen diese Brennstoffe, sozusagen moderne Brennstoffe, dann letztendlich reichen würden, wenn wir davon ausgehen würden, dass der Energieverbrauch so bleibt, wie er ist, ja. Was er wahrscheinlich nicht ist, aber es ist ja nur eine theoretische Rechnung. Richtig, das sind tatsächlich, haben wir sogar auf unserer Webseite beworben, das sind doch, ja. Jahre, 300 Jahre etwa. Hm. Und das liegt daran, dass eben, das ist ja der Abfallwürfel, dass das meiste eben unverbrannt ist. Also wir haben im Grunde nur das so ein bisschen genutzt und jetzt sind wir ja auch schon wieder ausgestiegen aus der Kernenergie. Und das ist übrig. Mhm. Und das, wenn man das jetzt noch richtig nutzt, kommt man auf 300 Jahre elektrische Vollversorgung. Das heißt, ach, dann auch noch elektrische Vollversorgung. Okay. Elektrische Vollversorgung. Okay, alles klar. Das wäre dann mit 80 Reaktoren. Von der Warte her ergibt sich doch für uns als Politiker, dass wir verhindern, weil es gibt ja immer wieder Pläne, die wollen das Zeug alles loswerden. Ne? Das heißt, die wollen das sozusagen irgendjemandem geben, die das dann für uns lagern. Ne? Und dann, wenn, naja, nach Russland, bitte? Der Export ist illegal. Ja. Der Export ist an sich in Deutschland bloß illegal oder weltweit illegal? Das ist die Frage. Also sag ich mal, wenn ich jetzt sozusagen mich in diese Grünen hineinversetze, gehört ja nicht viel dazu. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie Gesetze erlassen, dass sie den ganzen Atommüll, aus ihrer Sicht Atommüll sozusagen einfach exportieren und damit er einfach aus Deutschland weg ist. Ne? So wie das, was weiß ich, wir wollen hier wir wollen hier saubere Autos, vermeintlich saubere Autos, aber die Rohstoffe kommen von ganz woanders her, wo es natürlich Umweltschäden gibt. Aber das müsste man doch theoretisch verhindern, dass die das machen können, weil das letztendlich kein Abfall ist, sondern weil es eben Brennstoff ist, werden sie nicht machen. Nee, es
geht ja auch ein bisschen darum, ich meine, man sieht ja hier, es gibt für vieles Lösungen, aber die wollen ja die Lösung gar nicht. Ja, ja, das ist richtig. Deswegen, ja, das stimmt, deswegen schon, ja, deswegen werden sie es nicht. Es ist wirklich so, dass dieses Problem möglichst lange aufrechterhalten werden soll. Wenn es eine technische Lösung gibt, deswegen wird das ja komplett abgelehnt. Wir sind kein einziges Mal bei den Grünen eingeladen worden. Wir sind mehrmals bei der AfD eingeladen worden. Wir sind bei der CDU eingeladen worden. Wir sind bei der FDP eingeladen worden. SPD weiß ich jetzt gar nicht, glaube auch, aber wir hatten da Kontakte. Doch eigentlich da auch sogar, ja, war eher so intern. Aber nie bei den Grünen. Und die müssten doch am meisten interessiert sein. Und die lehnen das nur ab und finden nur immer Gründe dagegen. Und ich meine, man sieht es ja jetzt schon. Die haben jetzt diesen Endlager-Rückstellungstopf an den Staat übergeben von den Betreibern. Das sind diese 25 oder 30 Milliarden oder wie viel das waren. Naja, und das fängt jetzt schon an. Da werden Behörden gegründet und dann... Um das Geld alle zu machen. Und dann dauert das ewig. Man weiß genau, man wird nie das optimale Endlager finden. Deswegen kann man sich jahrzehntelang davon ernähren und kann immer wieder das Thema rauskramen und sagen, ja, wir haben ja immer noch kein Endlager. Mhm. Mhm. Deswegen wird das nicht passieren. Also das ist das Letzte, was die machen werden. Denn das ist okay, nee, du hast recht, stimmt. Also die Endlagersuche wird jetzt auch bis 2042 dauern. 2042 genau. Ist jetzt aktuell das ist ja schon politisch mal eine Ansage, ja. Das, was da notwendig ist. Aber es gibt ja erstmal höchstens die Einlagerung. Dann ist das ja nochmal irgendwie 80 Jahre oder so, bis das dann verschlossen wird. Ich weiß nicht genau. Ich wollte auch nochmal sagen, wir haben natürlich für die Parlamentsgruppe Moderne Kernenergie alle Fraktionen und jeden einzelnen Abgeordneten des Deutschen Bundestages eingeladen. Das sind jetzt die gekommen sind. Also es hätte auch jeder von jeder anderen Partei kommen können. Ja, vielleicht noch zwei letzte Fragen. Ich hatte noch gesehen, genau. Nur eine kurze Frage. 70 Millionen klingt ja recht viel, aber wenn ich mir vergegenwärtige, was der Fusionsreaktor, die Experimente dazu an Geld verschlingt, ist das ja nur ein Bruchteil davon. Wie schätzen Sie denn die Technologie zum Fusionstechnik ein? Also ich bin eigentlich ein großer Freund der Fusionstechnik, aber ich sehe, das teile ich hier mit vielen Kollegen, dass das, es ist einfach keine kommerzielle Nutzung in Sicht. Also das ist so weit noch entfernt, das ist immer noch Grundlagenforschung und das ist eine sehr, sehr interessante Grundlagenforschung. Aber man macht ja auch Fortschritte sogar. Man sieht ja wirklich die Fortschritte. Jetzt das Plasmaeinschluss schafft man schon irgendwie im Sekunden- oder sogar noch länger Bereich. Und die Fortschritte sind zwar sichtbar, aber selbst wenn das alles hundertprozentig gelingen sollte, ist die Frage, wie kann man das jetzt so nutzen, dass ein Kraftwerk am Ende draus entsteht. Und das ist noch überhaupt nicht in Sicht. Vom Erntefaktor her wäre das jetzt irgendwie weit unter 1 jedenfalls im Moment. Und deswegen ist es einfach nicht in Sichtweite. Man kann vielleicht in 100 Jahren nochmal drüber reden. Die Frage ist auch am Ende, wozu braucht man das dann, wenn man 500 Millionen Jahre mit der Kernspaltung zurechtkommt? Und denn die Aktivierung der Umgebung ist auch nicht ganz ohne. Also da entsteht auch viel Radioaktivität. Und man muss sich mal nicht vormachen, dass das jetzt so super clean ist am Ende. Aber wie gesagt, die Forschung ist sehr gut und es gibt auch andere Wege der Kernfusion, die man auch mal stärker untersuchen sollte. Ja, die Trägheitsfusion, es muss ja nicht immer der Tokamak oder Stellarator sein, sondern es gibt auch andere Methoden, die sehr interessant sind. Dann die letzte Frage. Ich habe gelesen, die Westinghouse hat so modulare Kernkraftwerke für eine Milliarde fähig und verkaufen. Was ist das? Ich kenne das jetzt von NewsGate. Hör zu. Als erste angenehm Dinge. Westinghouse hat ja dann ein bisschen Großversion dann wahrscheinlich. Die kann man ja auch modular machen. ja, und da kann man natürlich auch viele Kosten noch sparen. Ist das eine Konkurrenz? Nein, also erstmal muss man sagen, der Markt ist unendlich. Der ist so groß, dass man da eigentlich gar, es gibt gar keine Konkurrenz da. Es gibt so wenig Hersteller, dass man praktisch, dass eigentlich jedes, was eine mögliche Konkurrenz macht, eigentlich zu unserem Vorteil auch ist. Also wenn jetzt zum Beispiel NewScale als erste Firma so ein SMR wirklich serienreif auf den Markt bringt, meinetwegen in ein, zwei Jahren schon, können die das gar nicht schaffen, in 10 Jahren den ständig wachsenden Markt, den Energiebedarf zu befriedigen. Und deswegen müssen wir das gar nicht als Konkurrenz sehen, sondern sehen das alles sehr gelassen. Eine Frage noch, bei den
bei der Größe. Sie haben gesagt, Sie können in den Größen skalieren, hier von 300, 1500 und 3 Gigabyte, würde ich mal jetzt übersetzen. Wie ist aber die Regelbarkeit, wie wäre die im voraussichtlichen Betrieb? Können Sie die relativ schnell hoch und runter regeln oder ist das mehr so eine Art Grundsatz, die starr ist oder ist das gut regelbar? Ich sag mal von 800 Megawatt auf 3 Gigawatt hoch innerhalb von x Minuten, Stunden oder sonst wie. Ja. Naja, das hatte ich ja schon angedeutet, dass das so ein homöostatisches System ist und damit sich selbst immer nachregelt. Aber gibt natürlich Begrenzungen. Das ist jetzt die Ausbreitung der Temperaturunterschiede. Letztendlich geht das mit der Schallgeschwindigkeit in den Medien und hat auch mit der Wärmekapazität zu tun, wie schnell das Blei das aufnehmen kann. Das ist der begrenzende Faktor. Aber ohne jetzt eine Zahl zu nennen, kann man die sehr schnell regeln. Vielleicht, Daniel ist ja hier, vielleicht hast du eine Zahl, wie schnell sich jetzt der DF zum Beispiel 1500 abregeln lässt oder wie schnell er reagiert auf Leistungsschwankungen. Also der Nuklearfall folgt im Prinzip dem Rest, so wie der Rest des Rotings. Also der Nuklearfall begrenzt nicht, man grenzt es natürlich über den Rest vor ein, dass die Materialien nicht überwachsen werden, das ist klar. Aber ansonsten gibt eigentlich das System die Regelgeschwindigkeit vor, also was sie dort einsetzen. Das entscheidet, ob sie innerhalb von 10 Minuten oder wie immer von Ich will bloß noch was dazu sagen. Ich will bloß noch mal was zu der Frage sagen. Es ist gar nicht notwendig. Die Notwendigkeit mit ganz schnell regulierbaren Kraftwerken und so weiter, die besteht nur durch diese Flatterenergie. Ansonsten kannst du, und das haben wir ja früher in Deutschland auch gemacht, kannst du einfach regeln, du hast geregelt, zu der Zeit sozusagen wird die Produktion hochgefahren, da brauchen wir so viel Energie, dann geht sie wieder runter, weil sozusagen irgendwelche Leute Feierabend machen. Das ist auch nicht so, dass in den Staaten wird ja sehr viel Strom auch verbraucht für Klimaanlagen. Ist auch nicht so, dass die Temperatur, sag ich mal, von einer Minute, sag ich mal, von einer halben Stunde, innerhalb einer halben Stunde von, sag ich mal, 20 auf 35 Grad hochschnellt, sondern das ist ein Prozess. Und diese, ich wollte bloß sagen, also diese... Es gibt aber auch Fälle, wie zum Beispiel die Klospülung in der Halbzeitpause... Ich verstehe, ja, ich verstehe. Alles klar, ja, gut. Ist mir schon klar. Aber diese Schwankungen sozusagen gleichen ja schon die großen rotierenden Massen letztendlich aus. Aber ich will bloß davor warnen, dass wir sozusagen das als ein Argument dafür oder dagegen, weil wir es eigentlich nicht brauchen. Ja, diese, an sich ist immer selbstverständlich. Ja. Gut, jetzt kannst du. Also ich bin soweit durch und würde dir das Wort. Ja, die Rednerliste. Nein. Die Rednerliste scheint abgearbeitet. Die nukleare Klospülung-Problematik haben wir auch bis zum Ende jetzt durchexerziert. Ich bedanke mich herzlich beim Christopher Peter für die Vorbereitung, ganz toll, erste Veranstaltung, sehr gut gelungen.